Die Werbetafel geht von alleine aus, wenn du den Stream startest. Ist es das gerade passiert? Ich bin mir nicht sicher. Ha, spannend. Hallo, cool. Sind wir live? Ich hoffe, das hat funktioniert. Ich glaube. Ja, doch, da unten. Ich sehe es. Hallo, wir sind live von den Medientagen. Aber funktioniert denn das mit den Kameras? Das ist jetzt die Frage. Jetzt, wenn du mal, ich glaube, wenn wir beide gleichzeitig reden, wird es in die große Kamera schalten, die da oben ist. Okay. Wenn jetzt nur ich rede, sollte es ja theoretisch... Aber das ist ja die Kamera, die gerade an ist. Ja. Aber es sollte ja automatisch in die 3 schalten, wenn nur ich rede. Ah, nee, schau, warte. Ah, nee, doch, das ist... Doch, doch, es ist on. Es ist on. Also, wenn ich hier so reinrede, müsste eigentlich auf Kamera 3 umschalten. Ich schalte auf Kamera 1 um. Wenn ich rede, dann müsste Kamera 1 angehen. Aber es ist richtig krass verzögert. Nee, wir sitzen falsch rum. Doch, es ist wirklich krank verzögert. Ah, okay. Wir können also oben ohne Delay und unten ist mit viel Delay, weil das ist der Stream und das ist OBS. Okay. Aber die Kameraperspektive ist oben genau die gleiche wie unten und das hat mich gerade verwirrt. Okay. Wo kann man bei Twitch sehen, wer uns zuguckt? Ich fühle mich gerade wie so eine Boomerin. Du musst ein bisschen runterscrollen. Okay, geht nicht. Inkompetenz. Ah, doch. Ach so. 5 Leute schauen uns zu. Hallo. Hallo, 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 5 Und jemand ist auch im Chat. Nerva21. Das wäre wohl ich. Guten Morgen in die Runde. Ich glaube, Nerva21 ist Sebi. Guten Morgen, Sebi, falls du das bist. Falls nicht, dann auch an die Person guten Morgen, die das ist. Sollen wir kurz erklären, was wir machen? Wir sind auf den Medientagen. Ja. Und so viel mehr gibt es gar nicht zu erklären. Wir versuchen gerade die Technik rauszufinden. Ja, ihr werdet sie mit uns rausfinden. Trial and Error hier. Wahrscheinlich mehr Error. Dass diese Kameras gleichzeitig schalten. Warte, wir können Tesi auch was sagen lassen. Ja, warte, ich muss, welches Mikro hast du in der Hand, Schatz? 4. Anschalten. 4 und jetzt. Oh yeah, hallo. Hello, Tesi. Kann man mich hören? Ja. Tesi, du siehst heute auch wieder richtig hübsch aus. Oh, danke. Ich liebe deine neuen Haare. Ja, die stehen dir richtig gut. Dankeschön. Du warst mit unseren 5 ZuschauerInnen. Ja. Vielleicht sitzt inzwischen noch mehr. Ich kann das gar nicht weiter. Da müsste ich nochmal runterscrollen. Sebi hat eine Anzughose an. Und von einem Crypto-Bro. Ich hätte einen tollen Ausstrahlung. Nerva 21 liebt auch deine neuen Haare. Oh, danke schön. So, jetzt haben wir noch 1:30. Dann gehen wir on air. Ja, und dann starten wir mit der Frühschicht auf MV95. Genau. Heute nicht mit Ben und Franzi, sondern mit Caro und Franzi. Geht auch gut. Wie fühlst du dich als Ersatz? Ich bin nicht so lustig wie Ben, glaube ich. Das kriegen wir hin. Aber wir sind dafür Frauenpower. Ich hoffe, das kann das so ein bisschen rausretten. Ja, das ist halt nicht so ein episches Duo. Wir sind das freitags-epische Duo. Ja. Ich kann nicht an das Unterhaltungsduo ankommen. Aber wir versuchen das Freitagsduo hier allen Ehren zu machen. Jawohl. Ist guter Prep für Freitag wahrscheinlich, was wir alles machen. Mhm. Ja, das ja, heute 3 Frauen im Studio. Ich finde, das ist eine gute Quote. Nathan sitzt da unten und regelt den Rest. Hoffentlich. Da ist David Enzfellner. David! Er hört uns nicht. Oh Mann. Er sieht ertappt aus. Ich habe das Gefühl, mein Kabel hängt hier irgendwo fest. Ja, nee, also hier ist so ein richtig fetter Kabel. Du stehst mit deinem... Ah, ja. Ja, ich glaube, das wird mit jedem Mal, wo wir diese Mikrofone auf... mein Mikro wieder aus. Ja, mach ich. Tschüss, Tesi. Tschüss. Wir sollten, wir machen generell vielleicht mal alle... Oder hier. Es geht rein, Leute.
Hallihallo. Guten Morgen. Guten Morgen, man hört uns nicht. Jetzt, jetzt, oh Gott, ich habe es. Ja! Kurzer technischer Fehler. Wir sind heute live von den Medientagen. Ich bin Franzi Sprinzel. Ich bin Caroline Schubert und willkommen zu den Medientagen. Ja, herzlich willkommen. Was sind denn die Medientage, Caro? Die Medientage sind eine Medienmesse, die auch mit der Media for You ganz ein cooles Angebot für junge Menschen hat. Also es gibt ganz viele Panels, da ist es ein bisschen schwieriger reinzukommen. Ja. Braucht man so ein offizielles Presseding. Aber es gibt auch einen Bereich, wo man einfach kostenlos vorbeikommen kann, wenn man ein Ticket genau, hat. Genau, bei uns zum Beispiel. Ja, also man kann bei uns vorbeikommen und wenn wir gerade nicht on air sind, das heißt in so 2 Stunden, kann man sich selber ein Mikro ausprobieren. Also das, was wir genau, hier gerade machen. Genau, ihr könnt einmal in ein Mikrofon reinsprechen und dann seid ihr live im Radio. Genau. Ja, das ist doch eine super Sache. Ja, es ist ja fast zum Tanzen. Kostenlose Tickets gibt es wohl noch für Freitag. Ich habe gerade schon gehört, dass doch alles ausverkauft ist. Also vielleicht sind wir nicht mehr die topaktuellste Quelle. Wenn, dann noch für Freitag gibt es Tickets. Ja, ihr könnt es gleich googeln und sagen es euch gleich heute nochmal. Ist der erste Tag der Medientage. Ihr könnt euch freuen auf 3 Tage hier bei uns bei M95 voller Medien. Medien wir und Radio. Wir laden ein paar spannende Leute ein, die hier was zu sagen haben. Genau, und für alle bei M495 on Air, wir sind auch wieder auf Twitch. Das richtig. Heißt, falls ihr nicht nur die On-Air-Sachen hören wollt, sondern uns auch behind the scenes mit Technik strugglen sehen wollt, schaltet ein auf Twitch. Vorher gibt's aber We Dance von Pavement. Woo! Woo! So andersrum. Wenn es rot leuchtet, ja, ist voll verwirrend. Dann ist es aus. Die Kamera hat gerade so es war ein gemacht. bisschen lost. Ich habe gedacht, wir sagen unsere Namen in der Lücke beim Frühstückordner. Ja, das hätten wir auch machen können. Ja, aber hört man uns eigentlich gerade auf Twitch? Sollte man eigentlich. Und jetzt hört man sollte sogar mich auf Twitch hören. Können wir ein kleines Feedback haben, ob man uns auf Twitch hört? Ja, wenn sie uns nicht hören, dann stimmt. Kommt jetzt offensichtlich nichts. Ja, aber vielleicht haben wir einen lieben Chat und der sagt uns, dass man uns nicht hört. Ja. Okay. Die Kamera bewegt sich auch immer so rauf und runter, was ja, mich ein bisschen creepy, weil sie so ruckelt. Naja. Wie ist man hört uns aktuell so, wenn wir es so machen, schon, oder? Auf Twitch, wenn wir so eingestellt haben. Okay. Gut. Das ist super. Hast du über deinen Kopfhörer, hörst du alles andere, was hier abgeht? Nee, ich höre nur das Radio über okay. meinen Kopfhörer. Dann hörst du ganz den Rest? Ja, ich höre sehr viel vom Rest und es irritiert mich die ganze Zeit. Okay. Spannend. Aber warum? Ich hätte gerne einen Kopfhörer. Das können wir die umschalten, ne? Das wäre super. Ich liebe den Kabelsalat hier. Hey Twitch, Seid ihr gut drauf? Seid ihr gut aus den Federn gekommen heute? Hup, Tesi, bist du heute gut aufgestanden? Nein. Oh, ich auch zu früh. Nicht. Obwohl doch, ich bin doch eigentlich schon. Ich wollte eigentlich früh genug aufstehen, um mir noch einen Kaffee zu machen und stattdessen lag ich länger im Bett. Oh. Darf ich gleich mal fahren? Ja, Franzi? Wir müssen in 30 Sekunden rein ja. sogar gleich auch. Stress. Ach so, ihr geht eh gleich rein, stimmt. Hallo. Das ist jetzt aber wirklich Kabelsalat langsam. Yes. Uiuiui. Das ist schon die ganze Zeit Kabelsalat. Du hast das 15 ist, Sekunden, das Caro. Ist etwas, was wir dem Twitch-Stream verschweigen, okay. dass hier unfassbares Chaos ist überall. Dankeschön. Wir haben gar kein Bett, aber das ist mir echt egal jetzt. So, Mikros. Das war We Dance von Pavement, live von den Medientagen in der Frühschicht auf M94.5. Mit? Franzi Sprinzel. Und Caroline Schubert. Das sind wir. Ich habe kurz eine Frage an dich. Mhm. Magst du Football? Mhm. Ich hasse Football tatsächlich. Ist dir das, was magst du daran nicht? Ich finde, das ist so alles so brutal irgendwie und irgendwie, ich weiß nicht, das gefällt mir alles nicht. Das so, die müssen alle Männer rennen so aneinander. Das und sind das so viele so, auch so noch, viele ne? auf einmal und so, also kann ich mir auch gleich Boxen angucken, aber das mag ich auch nicht. Aber da sind es weniger Menschen. Das so. Ist richtig. Okay, ich habe was für dich, wo es ein bisschen friedlicher zugeht. Das sogenannte Flag Football. Ui, ja, dazu gibt es mehr gleich hier in der Frühschicht von und den Medientagen. Davor haben wir einen Song. Den Song hier. Ich kann gerade nicht lesen, welchen. Moment, er heißt 57. Let's go. Ja, mehr Info habe ich leider gerade auch nicht. Wir haben die Maus spinnt. Ja, naja, also, hier ist der Song. Die Maus hängt. Nicht gescheit drin, man hat euch doppelt gehört. Also man hat immer so ein Feedback hier gehört, aus irgendeinem Lautsprecher. Oh, okay.
Ich war vor allem voll, also, hä, warum? Achso, Tese, ich kann ja dein Maus ist weg. Die Maus ist weg. Irgendwie. Und es hat hier den Song, der falsch eingespeichert ist. Das ist der, den wir immer übersprungen wird. Deswegen dachte ich, der nächste Song hat eine RAM. Genau. Kann es sein, dass du ja auch gerade unter unserer Sprecher die ganze Zeit mitlief oder hast du ihn runtergefahren? Ich habe 5 Sekunden und keine Automatik an. Ja, und die Maus. Hier kann ich die Kopfhörer lauter leiser drehen, oder? Ja, aber. Hier kann ich lauter und leise drehen, wie laut und leise ich mich höre, oder? Rudi. Und jetzt? Das wäre super. Dankeschön. Achso. Okay, wir haben Chat, geht's euch gut? Seid ihr da? Hörst du diese Doppel? Nö, ich... Man hört immer noch diese... Wo denn? Wenn du jetzt was sagst? Wenn ich jetzt was sage... Oh, das war ein Jingle, das habe ich... Ja, ich sehe ja gar nichts, das ist ja cool. Also... Aber runterscrollen kannst du nicht mehr, oder wie? Nein, die Maus ist weg. Ach so, das ist ja super. Oh, jetzt weiß ich, was du mit der Doppelung meinst. Ah, ja. Also, oh, schick. Sind deine Kopfhörer gescheit eingesteckt, Caro? Was? Sind deine Kopfhörer gescheit eingesteckt? Ja, die sollen eingesteckt sein, weil ich war nicht auf. Also, hörst du dich auch jetzt im Twitch-Stream? Also, wenn du jetzt reinredest, so, hörst nee. Du dich? Nee. Aber wir hören uns von hier irgendwo doppelt. Ah, okay. Das ist normal. Ich höre mich gar nicht auf den Kopfhörern im Twitch. Ja, ja. Und die Maus ist weg. Also. Cool. Auf jeden Fall können wir so. Also, ich meine, immerhin ist die Automatik aus. Ja, sie blinkt. Aber ist es gut, wenn sie blinkt? Oder soll sie durchgehend leuchten? Weil, also, ich. Ich finde die Maus nicht. Nehme man eine Batterie. Eine A-Batterie. Gibt es eine Möglichkeit, können wir eine Mausefalle aufstellen? Ja, nee. Aber wir können doch... Ja, hier. Können wir uns nicht von jemandem im Sender die Playlist schicken lassen? Wir haben die Playlist in der Übergabe. Ja, aber wir können nichts, wir können keine Beiträge reinziehen ohne Maus. Oh, da ist was. Schön, wenn wir wissen, welche Musik kommt, aber wir können nichts anderes spielen. Ups. Haben wir eine Ersatzmaus? Ah, wir könnten theoretisch einfach den Laptop, können wir nicht den, wenn es wirklich gar nicht funktioniert, den Laptop umdrehen und da das Touchpad vom Laptop benutzen? Oder wir versuchen die andere Maus gerade. Stehe ich schon wieder auf deinem Mikro? Ja! Okay, danke schön, vielen Dank. Maus. Was ist der Beitrag? Irgendwas mit Football, gell? Ja. Cool. Irgendwas mit Football. Flag Football von Justus Olympia Flöter. Flag Football heißt, ja. Okay. Da ist er ja. Ist das ein neuer Beitrag? Oder? Oh, diesen Beitrag habe ich inzwischen auch schon so 500 Mal gehört. Ich kenne Justus Flöter. Also probably du kennst not. Justus Flöter nicht? Nee. Verrückt. Wer der ist Justus Flöter? Der war VJ, als ich angefangen habe bei Amplenazin. Aber hat doch davor Tagesteam gemacht. Ja, der war im Sport. Deswegen auch dann ein ist Sportbeitrag. Auch wohl kein neuer Beitrag. Ja, vielleicht ist er gekürzt oder so. Was haben wir denn noch? Dann kann ich das ja gleich mal erledigen. Altstadt für alle, Mod mit das O. Das ist eine als Mod. Nächstes. Eine Mod mit O von der Politik. Wir haben einen coolen Politikslot. Caro, was sagst du zu Politikslots? Ich hatte noch nie einen. Ja, na dann wird's Zeit. Ich freue mich. Ich habe auch cool, noch nie eine Politik-Sendung moderiert. Also, ich freue mich. Wenn das jetzt wieder so ein Ding ist, dass der O-Ton einfach nicht da ist, dann schreie ich ganz laut. Oh, ich muss fahren. Ups. Oh nein. Die Menschen gut kommen gedacht. Nicht im Sender, weil sie keine Chips haben. Oh nein. Dann müssen sie wohl auf jemanden warten, der einen Chip find hat. Finde ich gut, dass du versuchst zu faden mit diesen Ja, das, eigentlich kann ich die Automatik anmachen, aber ein bisschen Risiko ist doch gut für alle, ja. Oder? Ein bisschen Spannung behalten, ein bisschen wach bleiben. Wie heißt denn die Frau? Sarah Birkenfeld von O-Ton. Spannend, spannend. Ja, das wird ein Problem für nachher. Was haben wir noch?
Release-Strategien auf Social Media von Makai. Hoffentlich hat er seinen Namen. Snippet. Was für Snippets? Es ist ein Beitrag. Ja. Archivbeitrag. Hier, dann nehme ich doch wohl den. Nee. So. Was haben wir noch? Rockantenne. Slot. Also es ist eine Musik. Ja, ich weiß. DJ Jager Madeus. Hast du damit was zu tun? Nein. Echt? Ach stimmt, der Unterhaltungsslot kommt ja nicht in die Mittwochsfrisch. Richtig, Gott. DJ Young Amadeus. Ah, jetzt kann ich auch mal hier. So, das ja, ist doch schön. Ja, jetzt wissen wir auch, welche Lieder wir anmoderieren das sollen. Ist doch das ist schön. Doch toll. Wir kriegen gar kein Feedback mehr vom Twitch-Stream. Das finde ich ein bisschen schade. Und schauen 4 Leute zu aktiv anscheinend. Okay. Ich werde jetzt mal ein paar Betten reinziehen, dann machen wir das Ganze ein bisschen spannender. Let's go. Damit es unfassbar kompliziert wird zu fahren. Und dann kannst du auch gleich mal fahren, Tesi. Ja, juhu. Da ist ein gutes Bett. Seid ihr heute Morgen gut aus dem Bett rausgekommen? Ja. Wir haben hier ein bisschen haben wir ich ja. Ich weiß gerade nicht, in welche Kamera ich schauen soll. So, ich habe nichts gegessen. Ich war ein bisschen spät dran. Ich lag zu lange im Bett. Aber hast du schon was gefrühstückt? Ich auch nicht. Soll ich uns gleich mal Kaffee und Brezen holen? Ich unterstütze. Boah, gibt's sowas. Also, ich unterstütze dich in einem Punkt, das außer dass die ich Aufgabe, mir noch Frühstück aus, besorgt auch dich darauf hinzuweisen, dass du in 7 Sekunden fahren musst. Oh, danke schön. Ja. Ich habe genau das gleiche gemacht, was Franzi gemacht hat, bloß bin ich beim Bäcker noch vorbei und habe mir was zu essen geholt. Aber gibt's hier Semmeln und so? Ja, da vorne. Ich wollte das mal auschecken. Ich guck mal kurz. Also, du kannst mir gerne eine Brezel mitbringen, aber keinen Kaffee für mich. Wenn Sie heiße Schokolade haben, nehme ich eine. Oh, ich auch, ja. Also bei Kaffee bin ich raus, bei heiße Schokolade, das hilft zwar koffeintechnisch Zero, ist aber egal. Getränklein. Zero. Zero, nee. Zero. Ist nicht eine Cola. Aber wir brauchen ein Sportbett. Cola Zero wäre auch dumm, wenn man Koffein braucht. Nee, warte, dann geht's um Zucker. Ja. Aber ich finde so die Mischung aus Können Koffein wir vorhören? Kann man vorhören? Ja! Oh mein Gott, wir können sogar vorhören. Cool. Das ist ja schön. Das ist toll. Ich liebe es, dass dieser Modus Ass heißt. Also diese Kameras, die uns die ganze Zeit verwirren, die schalten automatisch KI. Um durch KI und der Modus heißt Ass. Ich habe keine Ahnung, wofür was die Abkürzung steht, aber wir finden es funny. Ist richtig. Wahrscheinlich Assisted Synchronization. Nee, keine Ahnung. Vielleicht schon irgendwie Richtung? Ich denke mir einfach weiterhin irgendwas aus. Ich würde nach diesem Song reingehen. Yes. Ich habe den Beitrag. Ich muss jetzt mich daran erinnern, dass ich auch da ein Skript habe, weil ich vorhin so voll aufgeschmissen war, weil ich überfordert war mit allem. Ich habe es gemerkt, dass ja. Irgendwie ja, ich rein danke. War. Du hast es, so, dann kann du hast es gerettet. Drauf. Ja, ja, danke schön. Soll ich dein Mikro für dich halten? Würde dir das Sachen erleichtern? Nee, okay. Ich glaube nicht. Jetzt höre ich diese Doppelung wieder sehr krass. Mich hat es gerade bis eben auch gar nicht gestört. Naja. Ja, ich suche hier die Doppelung, dass man das hier aus dem Lautsprecher hört. Aus welchem Lautsprecher? Irgendwo hier ist ein Lautsprecher und da hört man das, was wir in dieses Mikrofon reinreden. Okay, es kann sein, dass ich das gar nicht gerade mitbekomme. Ah, spannend. Bei mir kommt nichts an, ich verstehe die ganze Zeit nicht, was ja. du meinst. Ich würde sagen, nach diesem Slot, ganz spannend, werde ich mir mein Croissant reinziehen. Und du darfst geil. Gerne auch was haben davon, Franzi. Ja, außer es sei denn, Tesi bringt mir eine Pilze. Das stimmt. Oder das Flo Böhm. Ich war gerade so, wo? Hier wuseln so viele Menschen rum, dass es quasi unmöglich ist. Aber unser Tagesteam sitzt ganz süß zusammen in einem Kreis, überwiegend leider auf dem Boden. Es ist ganz gut, dass der Freitag noch nicht so groß ist. Ja, ja noch. Noch. Ja, einer hat übrigens am Telefon abgesagt noch. Oh, ja, habe ich gelesen im Chat. Hallo. Hi. Dann? So, Achtung. Geh mal rein. Distraction Losing Sleep war das von City Calm Down hier in der Frühschicht auf M94.5. Aber es ist keine normale Frühschicht. Sondern wir senden von den Medientagen live. Man hört vielleicht Hintergrundgeräusche. Das liegt daran. Jetzt hört man im Hintergrund Musik.
Magst du reingehen? Ja, ja, Fußball, Basketball und Eishockey. Das sind die drei Aushängeschilder der Sportstadt München. Bald soll es aber auch American Football folgen, beziehungsweise American Football soll dem Ganzen folgen. Besser gesagt, die weniger, etwas weniger harte Flag-Football-Variante. In einer kürzlich gestarteten Aktion hat die Stadt München jetzt Fortbildungen für LehrerInnen im Flag-Football gegeben. Die sollen den Sport an den Schulen beliebter machen. Denn bei den Olympischen Spielen 2028 sollen wir beim Flag Football ganz vorne mitspielen. In unserer Reihe Servus Olympia gibt euch Justus Flöter alles Wissenswerte über die Sportart mit an die Hand. Wieso ist bei dem einen das... Das ist sowas wie Vorhören. Ah. Genau, das hat doch sehr gut geklappt. Let's go. Ich habe mich, diese Sätze haben keinen da Sinn. Da ist Sebi. Sogar in einem, er hat nicht gelogen, er hat eine Anzugshose an. Ich finde, er klingt gar nicht wie Justus Flöter. Also nicht so wie ich Justus, ja. Ja, zum Essen, ja. Also, es gibt oben kostenloses. Ach so. Ah, du darfst nicht nach oben. Ich darf nicht nach oben, weil ich nicht das habe. Und hier muss ich zahlen. Oh. Aber oben gäbe es was. Wie viel Zeit haben wir? Wir haben keine Abmod, wir haben einen Drop. Wir könnten natürlich... Aber wir müssen natürlich hier weiter die Leute im Stream bespaßen. Das kann Tesi kurz machen, dann besorgen wir Essen für uns. Wir können aber auch Tesi einfach mal ein Bash geben und dann kommt Tesi. Achso, ja, das stimmt. Du bist einfach so... Oder hast du es gerade schon probiert, nach oben zu... Okay. Ich habe auch einen Weg hat er getroffen. Okay. Ah, scheiße. Ja gut, dann bist du jetzt Franziska Sprinzel und moderierst die Frühschicht. Cool. Ja, also Katja kommt auch gleich, I guess. Okay. Oh, fein. Wenn es eine gibt, ja. Tesi, du kannst es ja mal für uns auschecken und dann hier uns erzählen, was es da so gibt. Ja, weil wir waren auch noch nicht oben. Ja. Im tollen Bereich, wo die ganzen Sachen stattfinden. Ich finde es eben ein bisschen interessant, weil letztes Jahr, ich werde das wahrscheinlich noch in der zweiten Stunde kurz nochmal dann on air sagen. Wir müssen auch noch überlegen, was wir als Modslot machen. Ja, was machen wir denn als Modslot? Weiß ich nicht. Wir können mal kurz mal das Programm her. Vielleicht finden wir irgendwie einen Programmpunkt, wo wir selber drüber reden können. Es gibt hier so ein tolles Programmheft. Ich kann mal vorlesen, was hier so steht im Programmheft. Medientage Realities. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum das der, warum Realities? Also so. Damit thematisieren wir die gesellschaftliche Relevanz der Medien in einer von KI beeinflussten Welt. Mhm. Cool. Maschinell erzeugte Inhalte können eine neue Realität schaffen, die sich kaum von der tatsächlichen unterscheiden lässt. Es liegt in der Verantwortung der Medien, zuverlässliche Informationen zu vermitteln, die Orientierung zu bieten. Also ich weiß nicht, die Schaltung von der Kamera, das ist okay. Es geht darum, dass sozusagen es in der Verantwortung, schalt mal ruhig erstmal. Ja, ja. Da kannst du beides. Ich musste jetzt nur einmal Kopf, damit ich auf dem Ohr das höre, was du sagst und auf dem anderen Ohr, ja. Es liegt in der Verantwortung der Medien, sinnvoll mit KI umzugehen, weil die neue Realitäten schaffen. Cool. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt die Kameraschaltung noch nicht ganz so krass angeguckt, weil das ja immer ein bisschen verzögert ist, als wir reden. Ja. Aber sie ruckeln manchmal ein bisschen. Also ich glaube, das könnte ein Mensch aktuell noch besser, ohne die KI zu helfen. Ist mir egal. Aber dann müssten wir jetzt noch einen anderen Menschen hier abstellen, der die Kamera schaltet. Und das ist, glaube ich, also dann bin ich auch damit zufrieden, dass es nur so semi-gut ist. Michaela Schäfer ist hier. Ja. Funny. Ich sehe Juli. Oh, und Tesi, sie kommt schon wieder erfolglos zurück. Oh nein. Oh nein. Wurde sie nicht reingelassen? Ist euch aufgefallen, dass der falsche Beitrag lief? Nö. Nö. Aber, also, sorry, der hieß so. Also, hä? Ich weiß nicht, ob er gerade überhaupt im Twitch-Stream. Hier, den der ich komisch doppelt überlappt gesendet wurde. What? Hä? Also, wir haben den komplett normal reingezogen und der heißt aus. Ja, der Servus aus Beiträgen. Also, ja, Servus Olympia. Ja. Es kann vielleicht dann von gestern. Das ist irgendwie so, aber was meinst du mit doppelt? Makais Beitrag lief gerade.
Oh, ich hab. Okay, das war tatsächlich meine Schuld. Das war. Fuck. Wir haben. Also, ich hab alle Beiträge, die wir brauchen, ins Clipboard gezogen und dann den falschen in Card 2 gelegt. Naja. Deswegen hat sich das nicht wie Justus Flöte angehört, was wir doch gerade meinen kurz. Well. Naja. Und der liegt zweimal so eine Sekunde im Versatz. Ja, das ist wahrscheinlich Technik. Hat das dann was mit dem Twitch-Stream zu tun? Kannst du ihm sagen, dass er das... Also, aber war unsere Anmod auch... Also das, was wir moderiert haben, war das auch doppelt? Das würde mich jetzt nämlich interessieren. Irgendwie hat man den Beitrag doppelt gehört. Also komisch so doppelt überlappt. Ach so, hast du irgendein Ergebnis? Ja, hast du ein Ergebnis von der Essensakquise? Ich bin nicht reingekommen. Warum? Weil man braucht auch so orangenes Bändchen. Ein orangenes? Oh Gott, jetzt ist der Wie viele Bildschirm Bändchen raus. Braucht man denn noch? Ja, dann kriegt ja niemand von uns was zu essen, jemals. Warum hat Nathan, aber was für ein... Hallo Sebi, wir haben gehört, du hast ein orangenes Bändchen. Wo hast du das aber bekommen? Was für eins, zeig mal bitte. Mein Bändchen ist grün. Dann aber hast du ja kein orangenes. Ja, genau, aber das habe ich auch gesagt, hat der andere Mann gesagt, nee, das geht trotzdem. Aber ich habe auch ein grünes. Weil Tesi wurde gerade zurückgeschickt. Ja. Aber sie hat doch nicht mal, hast du überhaupt ein grünes Bändchen? Hast du dir eins geholt? Also hast du, oder bist du einfach so wie ich, einfach weggelaufen? Ich bin so, sie haben mir das abgescannt, ich bin so, okay, tschüss. War ich weg. Ach so. Das ist äußerst spannend. Ich bin ja noch vorne. Achtung, du stehst wieder auf meinem Kabel drauf. Okay, ja. Jetzt passt, ich versuche, danke. Das nicht. Ja, wenn ihr hier, ja. Wie lange dauert das, Sebi? Frühstück holen, keine Ahnung, was das gibt. Okay. Amin. Ja. Im Notfall ist es halt da, wird uns hingestellt, dann essen wir es nach dem nächsten Slot dann. Ja, gut. Okay, danke. Oh nein, jetzt muss... Ah, fuck, Alter, fuck. Das ist der Notfallknopf. Läuft da überhaupt was? Ja. Nina Chuba läuft also jetzt. Also es gibt cool. ganz viele verschiedene Stages hier. Okay. Was ist deine Lieblingsfarbe, Franzi? Blau. Gibt's wieder nicht, ne? Es gibt, glaube ich, keine blaue State. Es gibt eine Blue State. Ich habe keine Ahnung wo, um ehrlich zu sein. Ich weiß leider nicht, wo man das einschaltet. Also ihren Kopfhörer-Ding. Ich habe das... Auf der Blue State ist sogar Michaela Schäfer. Oh, wer ist da noch so? Die ist heute bei Die Regels sind die Regels. Michaela Schäfer? Cool. Nice. Da geht es um Streaming, auch semi-spannend. Von Netflix jemand, aha. Unternehmerische Revolution. Mit Caro Kauer. Ja. Die hat den gleichen Namen wie ich. Oh, Dr. Markus Söder. Sehr wichtig. Jetzt fehlt nur noch Dieter Reiter. Ah, unser München-TikToker. Ah, oh ja. Mhm. Alessandro Capasso. Ich wusste nicht mal, dass er so mit Nachnamen heißt. Ich auch nicht. Wen haben wir noch? Wo spricht der mit? Bei Content-Kreation als Ziel von Hate Speech. Als Ziel von Hate Speech. Wahrscheinlich Hate Speech an Content Creator gerichtet. Ah. Spannend. Der Titel ist ein bisschen verwirrend. Ja, ein bisschen. BLM-Initiative Justiz und Medien konsequent gegen Hass. Mhm. Was tun gegen Hass und Hetze im Netz? Ja, das ist wichtig. Da haben wir die Redste. Haben die eigentlich so ein Theme? Nee, es sind einfach nur Stages. Ja. Und dann ganz viele unterschiedliche Sachen. Ja. Man sollte vielleicht, also ich hätte mir irgendwie gedacht, dass die Stages thematisch irgendwie... Nee. Tesi, hast du dich schon umgeschaut, wo du was für Stages du besuchen möchtest, was für SpeakerInnen du anhören möchtest? Ich hatte für heute einen großen Plan, aber leider hat ja meine Akkreditierung nicht geklappt, deswegen werde ich mir nichts anschauen. Außer, ich habe gerade André angeschaut, der hat ja als Media Youngster gerade da drüben hat auf der Bühne geschlagen? Geredet. Ja.
Sehr gut. Ja, wir wissen, dass die hat einen O-Ton und ich weiß nicht, wo der ist. Oh, wir reden vor 2 Minuten. Oh nein! Bibir wichtig. Entschuldigung. Kurz einmal Bibir. Auch an den Stream. Ah, oh Gott, ich muss aber auch gleich. Ah, ich habe die Automatik angemacht, das ist gut. Okay. Einmal alle lächeln im Stream. Boah, ein cooler Jingle. Ich liebe Jingle. Laut in die Stadt. Nein, das Kabel, das ist echt kacke. Ich glaube, der Stream kriegt die ganze Zeit mit, wenn ich mein Handy... Es ist übrigens nicht ausverkauft. Ja, ich weiß. Ihr habt euch doch vorhin gefragt, ob das ausverkauft ist. Ja. Nein, ich habe gerade noch ein Ticket für Freitag gebucht. Okay, also für Freitag kann man sogar noch kommen. Aber hast du also ein kostenloses Ticket? Ja, so ein kostenloses. Okay. Ja, Freitag bin ich auch hier und Caro auch. Caro ist auch deswegen habe ich mir gedacht, ich buche noch ein Ticket für Freitag. Ja, Sebi! Oh, danke schön. Danke, Sebi. Frühstück. Sebi, du bist unser Held. Hallo. Hallo Katja. Hallo. Ganz kurz den Film? Ja, klar. Ja. Hier steht. Und es gibt so einen RTL-Softdrink. Cool. Ist es ein besonderer Softdrink? Die sind so gewachst, diese also dieses Obst. Das bisschen, also die Äpfel sind ein bisschen sass. Ja. Hier, schaut mal. Ich find diese grünen Mandarinen ein bisschen mehr sass. Nee, ich finde die Äpfel. Es ist so ein bisschen wie bei Schneewittchen, diese Äpfel. Ja, das wenn auf jeden Fall. Wenn ihr die weiß, dann seid ihr in der Medienbranche. Aber schau mal. Euch sind meine Haare von hier hinten bei den, scheiße. Sind es Orangen oder Mandarinen? Wahrscheinlich Mandarinen. Da musst du die Schale ja nicht mitessen. Also, Sebi, du hast schon mal eine Mandarine mit Schale gegessen. Kannst du es uns empfehlen? Ja. Ja? Ja. Okay. Auch so eine grüne gewachste? Ja, nein, aber das aber schau mal, das kann ja nur besser sein. Da machst du die Schale ja ab. Hier bei diesem Apfel musst du sie mitessen. Also du hast ja keine Wahl. Jetzt hier ist also zu Hause natürlich kannst du einen Apfel schälen, aber hier auf der Messe. Nein, da geht gar nichts. Ganz kurz, weil nächster Slot dann Altstadt für alle steht. By the way, falsch im Sendeplan. Es gibt keinen O-Ton. Sorry, lol. Okay. Und Politik weiß er nicht. Okay, dann frage ich die Politik. Wir finden nämlich den O-Ton nicht, Sebi. Oh, von der Politik? Ja, das ist noch nicht das erste Mal, dass das passiert. Aber beim anderen Mal war Ben schuld tatsächlich. Ja. Tolles Ressort. Ich würde Kaffee holen gehen, wenn ihr Kaffee wollt. Oder wolltet ihr RTL-Softdrinks? Also oder lieber Wasser? Lieber den RTL-Softdrink tatsächlich. Ich würde den tatsächlich eher probieren. Okay. Gut. Umso besser. Dann bringe ich euch. Aber so eine heiße Schokolade auch stellen Sie nicht zum Angebot. Ich muss ich schauen. Wenn Sie eine haben, wenn ich eine heiße Ich würde trotzdem den RTL-Softdrink nehmen. Das ist auch was Gutes für den Mod-Slot. Wir können den RTL-Softdrink testen. Stimmt. Und wir können unsere gewachsenen Sachen essen. Ja. Wir checken die Frühstückslage einmal ab. Ja. Ich wollte der Politik. Ja, mit der Mod. Mit der Altstadt für alle Sache. Ja, aber das ist noch nicht das von der Politik. Hallo Katja. Ja. Du bist wenn dann nur im Twitch-Stream. Genau. Nicht also live auf Twitch live sind auf wir. Live auf Twitch. Magst du ein Mikro sogar haben? Ich habe ihr, weil für Freitag es ja noch Tickets gibt, dass sie sich selber anmeldet. Wie gibt es? Es gibt Tickets. Von wem?
Wir sind wieder auf Twitch, Entschuldigung, wir mussten kurz was besprechen. Organisatorische, coole Sachen. Wir gehen jetzt gleich... auch Datenschutz involviert war. Ja. Deswegen habe ich mich entschieden, das kurz auszumachen. Wir reden jetzt über die Altstadt. Yay! Ich suche ein cooles Bett. Ich wollte was essen. Ich esse danach kurz. Ich liebe es, wie diese Äpfel jetzt so eine Deko sind quasi. Ja, die können auch nicht stehen. Ich war dieses Jahr im April oder so, nee, Mai, war ich auf den Press Days. Was ist das denn? Das ist so ein Influencer, so eine Influencer-Messe mäßig, wo halt lauter Unternehmen und so ihre Sachen ausstellen. Dann kommen da Leute von der Presse, Influencer, lauter so medienwirksame Menschen. Und das Event war von Pink Lady gesponsert. Und so an jeder Ecke standen so riesengroße Vasen, die so voll waren mit Äpfeln. Funny. Und ich habe die ganze Zeit Äpfel gesnackt. Und die sahen viel geiler aus als die. Weil es waren halt Pink Lady Äpfel. Ist der gut? Tatsächlich. Trotz Wachs? Oh, er ist sehr knackig. Ist er süß? Let's go. Okay, sehr gut. Ist der Apfel doch gar nicht so schlecht. Vielleicht trügt sein Äußeres nur. Ja. Yes. Sebi bringt uns noch den RTL Softdrink. Den testen wir gleich. Ich nehme jetzt einfach dieses Bett, ist mir egal. Aber der Monster hat es noch in der ersten Stunde, oder? Ja. Und okay. Dann haben wir einen RVD-Slot. Es ist so viel Rumgewusel hier. Also wir sind in so einer richtig... 3:10 schon? Nee, in der zweiten Stunde. Achso, okay. Nee. Wir haben uns hier, also unser Ding ist in so einer Ecke im Erdgeschoss und ich schaue da nur gegenüber so. Gegenüber von Absolut Radio, falls ihr uns sucht. Ja. Und Hubert Burda Media. Da würde ich lieber zu uns gehen, bin ich ehrlich. Aber wenn man so nach links guckt, sieht man halt alles Rumgewusele. Und wenn man noch gar nicht sich umgeguckt hat, wo was ist, dann ist das ein bisschen. Ich find's funny. Also noch 24 Sekunden. Kriegen wir hin. Caro, möchtest du den Three Element Break machen? Dann mache ich diesmal den Three Element Break. Not the only one von William Akrane. Hier in der Frühschicht am Mittwoch von den Medientagen live. Woo! München soll eine Altstadt für alle bekommen. Konkret bedeutet das mehr Sicherheit für Fuß- und Radwege, optimierte Lieferzeiten und einfache Beschilderungen. Aber vor allem soll die Altstadt grüner und autofreier werden. Auch die historischen Straßen im Stadtzentrum werden laut dem Plan des Stadtrats umgestaltet und aufgewertet. Damit reagiert die Stadt München auf eine Umfrage, die in den letzten Monaten in der Innenstadt durchgeführt wurde. 40% der Befragten fanden die geplanten Maßnahmen gut, 45% hätten sich sogar noch mehr gewünscht. Wann die Bauarbeiten starten und wie lange die dann dauern, das ist aber noch nicht klar. Was aber klar ist, M495 hat gute Musik. Und hier haben wir Take That mit Back for Good hier in der Frühschicht. Boah, live von den Medientagen. Ist das Take That? Take That. Take That. Ist das nicht diese Boyband? Vielleicht. Oder? Naja, wir hören einfach mal den Song. Wieso spielen wir Take That? Klingt schon nach Boyband. Was ist denn da passiert? Ich glaube, ja. Ja, das kann sein, ja. Amin ist Song, den man kennt, ne? Hey, ja. Für die Medientage. Ja. Ja, Sebi! Oh mein Gott, er kommt mit Essen und Getränken. Oh, danke, Sebi, du bist ein Held. Ja. Hey, wie hast du das jetzt bekommen? Eine Sekunde. Cool. Das sind die RTL-Drink. Ah, das ist der RTL-Drink. Oh, den habe ich schon mal im Supermarkt gesehen, aber noch nie gekauft, weil ich finde den echt sass. Und schau mal, ich habe hier bei einer Umfrage mitgemacht. Aha. Oh, diese Donuts gab es auch letztes Mal. Was für Donuts? Du kannst so entscheiden, du musst dann so Fragen beantworten, oh was mein dich interessiert Gott. In der Medienwelt und darauf basieren kriegst du einen Donut für oh jedes Unternehmen. Oh mein Gott, danke, Sebi. Willst du zuerst den Donut oder die Brezel? Boah, das ist eine gute Frage. Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ich esse zuerst mal ein Buttercroissant. Ich esse zuerst die Brezel. Tesi, magst du mir die Butter, die Brezel? Und dann testen wir gleich live on air den RTL-Drink. Die Donuts und die RTL-Drinks. Wir haben einmal
Kirsch und, mit Zink, Magnesium, Kalzium und Vitamin E. Dann haben wir Yuzu-Mandarine-Geschmack mit Zink, Magnesium, Kalzium und Vitamin E. Die probieren wir gleich. Cool. Cool, cool, Maja, cool. Okay, danke schön. Magst du mir auch kurz meine Wasserflasche geben, Tesi? Wir haben nicht so viel Abstellfläche hier. Ist alles irgendwie rum. Dankeschön, Tesi. Ich schmatze jetzt richtig lecker in das Mikrofon. Ja, und sonst so. Caro, hast du das Wochenende gut überlebt? Ja, irgendwie, also ich habe absoluten Schlafmangel. Ja, und ich werde auch, weil ich habe nach dieser Sendung eine kurze Pause und dann habe ich einen Spanischkurs. Cool, ich lerne jetzt nämlich Spanisch. Hey, voll cool. A1. Ja, Punkt 1. Ganz wichtig, die Unterscheidung. Hola. ¿Cómo te llamas? Sí. Caro se llama Caro. Überfordert mich doch jetzt schon. Auf jeden Fall will ich danach nach Hause gehen und nappen. Ja, weil heute Abend steigt ja noch Party. Nee, die ist morgen. Also Katja hat mir gesagt, die ist morgen. Die ist morgen, ja. Aber die, in der Mail steht doch heute. Die BMW-Welt. Die ist morgen. Weil ich habe nämlich auch mal auf den Link geklickt. Im KR-Chat. Ein Ticket für diese Party heute kostet 800 Euro, hat Katja gesagt. Aber schau mal, warte mal. Aber ich glaube, das ist auch richtig schick. Da muss man sich richtig schick machen. Also wenn die morgen ist, kann ich da eh nicht. Also in meiner hier Information-Mail steht Mittwoch 23. Ah, die Nacht der Medien. Aber... Aber da sind wir doch auch... Das ist das in der BMW-Welt. Ah, Moment. Ist das nicht das, wo wir eingeladen sind? Das ist nämlich das, wo wir eingeladen sind, ist die Messeparty, das Media Talent Meetup. Ist das vielleicht schon an noch? Mhm. Ja, man muss sich da anmelden. Aber können wir dann überhaupt in die Nacht der Medien? Sind wir dafür überhaupt? Ich glaube, die Nacht der Medien ist was ganz anderes. Das ist nämlich hier, also dieses, das ist im KR-Chat. Aha, da bin ich ja nicht. Mhm, genau. Ja, stark. Weil das ist nämlich morgen und da kann ich nicht. Meet and Mingle. Das ist doch cool. Mhm. Doch, die Nacht der Medien, wo wir nicht eingeladen sind. In Bayern. Nee, wie schmeckt die Breze? Ja, wie eine Breze. Sie ist ein bisschen trocken. Willst du einen Schluck Wasser, bevor wir... Nee, ja, vielleicht. Mal gucken. Karin muss hergucken. Also, das Problem ist folgendes. Das nächste ist der Politik-Slot. Wir haben den O-Ton nicht. Ja. Ich hab Sarah geschrieben. Sophie hat mir das geschickt. Ach, Sophie hat das geschickt. Also ja, aber ich hab... Ja. Ja, okay. Ja. Ja, aber davor hatten wir so 4, 5. Ja. Ja. Donuts und Drinks. Sebi? Können wir den Zettel vielleicht? Sebi? Können wir vielleicht den Zettel haben, weil wir testen die gerade gleich live on air. Dass wir wissen, was für ein Geschmack das ist. Den Ginger gerade hat mit den Donuts. Aber wir brauchen ihn nur 5 Minuten. Danke. Brauchen wir für ein On-Air, damit wir wissen, welche Donuts wir essen. Kann man die bestellen? Ja, du kannst so eine... Das ist weiter oben. Und dann kannst du so ein Quiz ausführen, dann kriegst du einen Donut. Geil.
Ich nehme mal kein Bett für jetzt. Ich glaube nicht. Ich würde ein Bett brauchen. Hast du Free Element Break? Hm? Hast du Free Element Break? Ja. 10 Feet Tall war das von Mr. Drero und J-Star featuring Farina Miss. Crazy shit. In der Frühschicht, live von den Medientagen. Ja. Falls ihr es nicht hört um uns rum, wir sind auf den Medientagen. Es gibt viele Hintergrundgeräusche. Aber auf den Medientagen, weil wir auch dezent nicht gefrühstückt haben, haben wir jetzt uns zuerst Essen und Trinken besorgt. Und wir machen daraus ein Tasting. Genau. Wer jetzt im Stream ist, sieht, was wir hier haben. Wir beschreiben es einmal. Wir haben von RTL, die haben so neue Drinks rausgebracht. Ein RTL-Original so ist das Ganze. Zeug. Warum das heißt, macht RTL Drinks? Das ist mal die erste Frage, die ich mir stelle. Ich auch. Also wir haben hier einmal Kirschgeschmack. Ja, es ist The Good Drink. Kirschgeschmack und Yuzu-Mandarine-Geschmack. Ist halt mit so Zink, Magnesium, Calcium, Vitamin E. Ja, es ist halt so fancy. Wahrscheinlich, okay, es hat Vitamin 16 Kalorien nicht. Pro 100 Milliliter. Das ist heftig, glaube ich. Das ist gar nicht so weiß wenig. Gar nicht, wie viel Cola hat, aber könnte so auch. Ich aber glaub, ist da Zucker drin? Ja, Dextrose. Das ist Zucker. Ja. So, ich würde sagen, trotzdem probieren wir ja, das jetzt möchtest du mal. Nimmst Kirsche, ich nehme Yuzu-Mandarine. Ja. Okay. Wir müssen, okay. Moment, einmal kurz, oder, warte. Wir haben eine Assistenz. Tesi, möchtest du uns das öffnen? Das ist sehr lieb, dankeschön. Danke. Der Drink hat auch diese komischen Deckel, die man nicht abmachen kann. Ja, aber es ist ja EU-Verordnung. Cheers, würde ich einmal sagen. Cheers. Es riecht ein bisschen nach Seife. Ja, noch nicht. Ja, doch. Ich finde, es schmeckt aber gar nicht so schlecht, meins. Ja, es ist okay. Ich mal kurz würde jetzt nicht den ganzen halben Liter davon trinken wollen, weil es schmeckt schon wirklich sehr nach so Badezimmerseife oder so. Ah, okay, ich finde den Kirsch ein bisschen besser. Ja, das okay. Der ist zwar das, süß, den kriegst du nicht auf einmal runter. Das erinnert mich an früher bei meiner Oma, da hatte ich immer so, also es gab so in der Apotheke gab es so heiße Zitronentrinkpulver und das gab es auch mit Kirsche und es schmeckt exakt genauso. Ja. Also ich den Kirsch Drink ziehe ich mir noch rein heute im Laufe des Tages. So, wir haben ja nicht nur Trinken, wir haben auch was zu essen. Also erstmal haben wir sehr gruselig aussehende, dankeschön Tesi, gruselig aussehende Früchte, aber das ist gar nicht das Spannende. Sondern man kann hier, wir wissen nicht ganz genau wo, so ein Donut-Quiz machen. Also man macht so ein Quiz, was man so möchte und dann kriegt man passend dazu zu von Medien Bayern. Den Sponsorfilm von hier. Ein Donut oder ein Teil. Ja. Und wir haben jetzt einmal... Also man kriegt so einen Zettel, da steht dann so, was interessiert einen, dann muss man das ankreuzen und daneben ist ein Donut gemalt und man kriegt dann den Donut. Wir haben jetzt hier einmal den Media Lab Bayern Donut, das ist ein Schokodonut mit so Smarties drauf und einmal so den Explore Media in Bayern. Der ist in pink. In Bavaria. Achso, Entschuldigung. Der ist pink. Das ist so ein klassischer pinker Streusel-Donut. So. Wie ein Homer Simpson. Welchen willst du zuerst probieren? Ja, so ein richtiger Homer Simpson-One. Ich glaube, ich würde den pinken zuerst probieren. Okay, dann nehme ich zuerst den mit den Smarties. Okay. Aber dann musst du zuerst reingreifen. Ja, mache ich. Ah, der hat Zartbitter-Schokolade, glaube ich, drauf. Ich schmatsche es einfach mal ganz lecker in das Mikrofon. Ja, ASMR, ne? Es schmeckt so genauso, wie ich es erwartet habe. Ja. Willst du auch vom anderen probieren? Gerne. Aber zu süß, so genauso wie Homer Simpson? Oder? Ja. Also das ist nicht, dass Homer Simpson mal probiert hätte. Ich habe noch nie Homer Simpson probiert, tatsächlich. Aber ja, schmeckt, also. Ja. 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 Das ist ein solider Donut. Und das auch, ja. Ein solider Donut. Können wir empfehlen. Also lohnt sich das Quiz zu machen, würde ich sagen. Also Donuts können wir empfehlen. Mhm. Von den RTL-Wassern, beziehungsweise Vitaminen, Getränken. Wenn dann nur den Kirsche. Genau, den roten. Aber der ist auch ein bisschen süß und schmeckt so ein bisschen nach so Apothekenzeug. Ja. Fazit. Und hat halt viel Zucker. Ja. Aber die Donuts haben auch viel Zucker. Also, ja, aber dann vergiss mit Erwartungshaltung. Ich glaube auch, auf so einer Messe kann man nicht gut überleben ohne viel Zucker. Safe. Wenn man hier den ganzen Tag isst, braucht man echt Zucker. Naja. Und Koffein. Und gute Musik. Genau. Die haben wir jetzt. Hier mit Taste with the Good with Taste the Money. Good with the Money. Von Fat White Family. Woo! Woo! Das war ein längerer Slot, glaube ich. Egal. Das ist ja wirklich egal. Das ist ja wirklich egal. Das haben wir gut gemacht. Ja. Yeah. Ich habe nur komplett verkackt vorzulesen. Ginger? Kriegst du wieder zurück? Entschuldigung. Wir haben es so gerade für OR gebraucht. Dankeschön. Willst du noch was von den Donuts gerade? Ich würde ihn auf jeden Fall noch essen, ja. Ich würde ihn auch noch essen. Aber ich esse erstmal die Brezel fertig.
sind wir jetzt hier, also müssen wir den Leuten jetzt auch so erzählen, ja, hallo, wir sind von M495, wir machen so Radio und so Ausbildungssender, bla bla, müssen wir jetzt so richtig so mit den Leuten quatschen, weil das, ja, Leute, die hier rumlaufen, so Kiddies. Ja. Oh, nee. Vielleicht bleibe ich doch nicht den ganzen Tag. Ich hatte nämlich ursprünglich vor, den ganzen Tag hier zu bleiben. Ja. Mhm. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass die ganzen Menschen, die wir hier potenziell anjagen können, jetzt erst langsam eintrudeln. Ja, ja, safe. Weil ich hatte so, also keine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe schon Bock, jetzt nachher mal oben alles auszuprobieren. Mhm. Ich nicht. Du nicht? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Also ich würde hier bleiben, wenn du oben was auschecken möchtest, würde ich hier bleiben und das Studio betreuen. Ich rede gerade nicht mal mit Gut, Entschuldigung, ich muss essen. Ich wundere mich ein bisschen, warum der Chat so inaktiv ist. Das enttäuscht mich ein bisschen. Ich glaube, weil die Menschen, die normalerweise diesen Chat schreiben würden, auch hier sind. Ah, ja, fair. Tizi, hast du schon mal im Twitch-Chat geschrieben? Ja. Geil. War's gut? Ja, es war eine sehr befriedigende Erfahrung, wenn man Man darf sich halt nicht verraten. Das ist so, richtig, ja. Weil zum Beispiel bei Sebi haben wir sofort erkannt, was das ist, obwohl er nicht Sebi heißt. Man muss sich halt einen Undercover-Nickname geben. Und mit Aussagen darf man sich nicht verraten, dass man, wer man ist. Also ich weiß zum Beispiel, David hat sich einen extra Account gemacht, hat ihn M495 VJs genannt. Aber wir wussten alle sofort, dass es David ist. Bandel hast du noch da? Antonia! Ich fühle mich hier auch ein bisschen wie in so einer Rezeption. Weil wir sitzen hier so richtig entspannt, so ein bisschen erhöht und haben hier so ganz viele Bildschirme. Aber, oh, warte mal, Caro, habe ich dir schon das Airhorn gezeigt? Nein. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade on air lief. Ist egal, das war cool. Der Airhorn ist geil. Hätten wir gerade beim Tasting benutzen sollen. Mhm. Es gibt auch so coole Voice-Filter, die man drauflegen kann, dann klingt man wie ein Roboter. Hätten wir auch machen sollen. Warte, wie kann ich hier nochmal umschalten? Hier. Schau, du hast hier SFX, Megafon, Monster, Small Robot. Mach mal Monster. Wo war jetzt mal? Hier. Hallo, warte. Aber jetzt müssen wir es so einstellen, dass man... Hallo. Nee, ich höre dass wir uns auf den Kopfhörern hören, theoretisch. Ja, dann hört man uns aber auch on air. Ja, naja. Dann probieren wir das später aus. Ja. Wir machen das im RVD-Slot und Tesi weiß davon aber nichts. Ja. Ganz cool. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, nicht, dass Tesi neben uns hört, aber doch, das ja. ist cool. Ich habe das Gefühl... Also Tesi überhaupt irgendwas für diesen RVD-Slot schon? Nö, das ist ja ihr Problem. Ja. Und sonst machen wir, also bereiten wir halt einen RVD-Slot für sie vor. Rate, welcher Effekt das ist. Oh. Rate, was hier falsch ist. Okay, also wir haben jetzt folgendes Problem. Ah, warte mal. Ginger? Du hast doch, also wir haben ja in der Frühschicht immer einen Politik-Slot, in der Mittwochsfrühschicht. Und den hat Sophie mir geschickt. Und das ist, glaube ich, von dir eine Mod mit O über Wohnungslosigkeit. Weißt du, wo der O-Ton ist? Weißt du, wie der heißt? Ist die Mod aktuell? Also, oder ist es schon länger her, dass du die... Okay. Weil ich habe nämlich... Es gibt was... Ah, okay. Weil wenn ich hier Wohnungslosigkeit eingebe, kommt was vom 28.11.2023. Okay. Weil dann finde ich den O-Ton nicht, nämlich. Sehe noch meine Haare von hinten. Ich bin so dringend. Es wurde auch schon ein paar Mal gesendet. Also ich wusste es eigentlich theoretisch vorher. Ach so. Aber jetzt weiß ich es richtig. Jetzt weiß ich es wirklich. Das sind immer so diese Perspektiven, die man nicht von sich sehen will, weil dann weiß man, wie man von hinten aussieht. Ich sehe immer nur so von der Seite. Magst du ein Mikro in die Hand bekommen? Magst du mit mir den Twitch-Stream unterhalten? Hallo, hey Chat. Auch auf Twitch.
Hallo Twitch. Ich fühle das Hallo aber, Internet. Weil ich habe mir einfach so über einem Jahr mal die Haare so lila gefärbt und ja. dann ist es rausgewaschen, ist dieses untere Kupfer übrig ja. geblieben. Und ich merke gar nicht mehr, dass da so ein Fade drin ist, außer wenn Bilder von mir von hinten in Sonne gemacht werden. Ja, wenn ja, du es ja, so genau. hardcore siehst, ja. aber vorne, wenn ich mich vor den Spiegel stelle, sehe ich das gar nicht. Voll, also ich hatte natürlich gewusst, dass ich zum Friseur muss, ich habe da prokrastiniert halt. Aber jetzt, wo ich das sehe, ändere ich auch nochmal ein bisschen meine Haltung. Vorher war ich so, ja, ist egal. Man sieht halt seinen eigenen Hinterkopf nicht. Dabei sehen andere Menschen den ja, Hinterkopf ja, jetzt sehen ihn alle. So viel mehr. 2 Millionen Zuschauer auf Twitch sehen den jetzt gerade. Scheiße. Was will man machen? Ich will dich nicht stressen, aber es sind sogar 3 Millionen. Ah. Ja, okay. Jetzt ist auch vorbei. Aber da hat uns die, Internet, die Bilder werden durchs Internet geistern jetzt die nächsten 2 Milliarden Jahre. Scheiße. Sibi Bergsteiner. Glaubst du, das Internet hält noch 2 Milliarden Jahre? Ja, ein Byte. Ein Byte ist noch da. So mein, so ein Insta-Account. So, der Insta-Account von Franzi. Dein Hinterkopf, ein Bild von deinem Hinterkopf ja, ist der, noch da. Das wird noch da sein, ja. ja. Aber ich sehe da noch so später so Woke-Posts. So Sebastian Bergsteiner with embarrassing haircut. Showing himself at Medientage. Du musst so berühmt werden, dass das so Bilder sind, die von so ja, Klatschzeitschriften ja. rausgeklammert werden. So Bilder, das ist der Plan, das ist der Plan, Caro. Ja, wir geben aber alles. Aber für was wirst du berühmt? Boah, keine Ahnung. Ich werde irgendwann so hinfallen, in einer Fail-Compilation landen. Dann immer bei TV Total laufen für die nächsten 20 Jahre, das wäre so der aber Plan. Aber bitte mach dann bei TV Total dieses Auto-Ding mit, wo sie dann so die ganzen Autos... Ah, oh mein Gott, ich liebe Autoball. Ich liebe Tesi hat Popcorn. Autoball hat so viel Spaß gemacht. Cool. Geil. Wer ist denn Hans Seidel? Die bezahlen unser VJ. Ja. Dann mögen wir sie ja doch. Also teilweise. Ah, sind es die aus... Nee, Ansbach ist noch was ah, anderes. Ah, okay. Nee, super. Also Caro, ich habe jetzt beschlossen, der Politik-Slot stirbt für diese Stunde. Okay. Weil ich habe den O-Ton nicht. Also. Wie viel haben wir nächstes Semester? Nächstes Ding? Nächste Stunde? Den Release-Strategien auf Social-Media-Beitrag, den ich aus Versehen vorhin schon gespielt habe. Wir machen jetzt den Flag-Football spielen, ja. aber die Anmod von dem machen. Ja. Von dem anderen machen. Ja. Dann liefen beide Anmods und beide Beiträge. Mhm. Zwar vertauscht, aber... Wir haben dann zu wenig Musik. Also Tesi, jetzt muss ich dich wieder entmuten. Ja, sorry, ich esche gerade. Das ist gar nicht schlecht. Nee, mach mal das wieder. Ciao, Tesi. Das ist egal, Popcorn. Mach ich schon seit einer halben Stunde gefühlt. Wir haben jetzt beschlossen, wir sind so eine ASMR-Sendung. Caro Popcorn? Ja! Ist das Süßes? Mhm. Das ist gut. Ich hasse Salziges. Okay. Ich muss sagen, ich habe so österreichische MitbewohnerInnen und das erste Mal, als die Popcorn gemacht haben, habe ich so einen Kulturschock gekriegt, weil ich einfach nicht erwartet habe, dass Popcorn salzig sein kann. Isst man in Österreich nur salzig? Wenn du im Kino Popcorn bestellst, dann ist es default salzig. In Bulgarien ist tatsächlich salziges Popcorn, zumindest in meiner Familie, also ich spreche aus familiären Erfahrungen, auch ein bisschen populärer. Also ich bin auf salzigen Popcorn aufgewachsen. Mhm. Ich kenne Süßes nur aus dem Kino hier in Deutschland. Ich muss sagen, nachdem ich es zuerst etwas shocking fand, finde ich es inzwischen echt geil. Du musst es mischen. Du musst so eine Batch oh Gott. Salziges Süßes wirklich? Machen. Und dann so ineinander. Ein salziges, hallo, André. Du hast aber so eine Überraschungstüte auch gut. Und wie war dein Panel, André? Nice. Meinst du in unseren Twitch-Stream mit rein? Nehmen Sie dieses Mikro? Guten Tag, Sie. Ja. André war gerade in einem André Panel und musste reden. Das Media Idol. Ich bin das Media Idol jetzt. Ja. Wow. He be famous. Dich hört man ganz schön krass doppelt. Mich hört man echt. Wieso hört man mich so doppelt? Faszinierend. Weiß nicht, ob das so soll. Naja. Also André, wir haben schon den RTL Softdrink getestet. Mhm. Und diese Donuts, die hat uns Sebi vorbeigebracht. Die gab es auch letztes Jahr, da habe ich mir so viele von Oh, die Donuts sind super, da muss ich auch gleich vorbei. Du kriegst jedes Mal eine Box mit dazu. Ich habe zu Hause 3. Boah, jedes Mal, das ist ja ass. Ich find's super. Ihr habt euch hier richtig wie ein Wohnzimmer eingelebt. Wir haben auch glasierte, absolut mit Wachs überzogen. Es riecht auch total hier nach Weihnachten. Popcorn? Es gibt Popcorn. Willst du Popcorn? Unglaublich. Aber sonst läuft's. Wie geht's euch? Wir haben kurz die Maus nicht gefunden, weil ich glaube, unsere Maus hat ja, keine Batterie. Ja, die Maus ist gestorben. Und aber wir haben auch schon ein kleines Fauxpas, bin ich hier zusammengefahren. Ich hatte einen kleinen Fahrunfall. Ich habe nämlich alle Beiträge hier ins Clipboard gezogen.
und habe dann aber den Anmod für einen Sportbeitrag und habe dann aber so einen falschen Beitrag gespielt. Naja, passiert im Besten, ist mir auch schon passiert. Und jetzt müssen wir den einen Slot in die zweite Stunde schieben, weil wir nicht wissen, wo der O-Ton ist von der Politik. Jetzt suche ich den Blanco-Frühschicht-Opener. Das wird spannend. Ich konnte meine tolle Metapher gar nicht erzählen beim Panel. Haben wir inzwischen den O-Ton für den Politik-Slot gefunden? Nein. Ach, den gab es jetzt einfach gar nicht. Hm? Ich habe gerade schon Ginger gefragt, die weiß nicht, wo der ist. Erzählen Sie. Die weiß auch nicht, wo der ist. Sie hat gesagt, im Politik-Slot, aber weiß er halt nicht. Warte, ich muss runterscrollen. Aber es haben sogar Leute was... Ja, das war direkt am Anfang. Und das war Sebi. Ich finde es aber toll. Ich werde mich da jetzt auch einloggen. Wo? Und mit chatten. Let's go. Bei Twitch? Ja, ja bitte. Aber erzähl deine Anekdote einmal. Ja. Nein, ich wollte ja eigentlich, weil sie gefragt haben, was sind Medien für dich? Mhm. Dann wollte ich eigentlich sagen, naja, Medien oder Medien machen. Ist eigentlich wie jedes andere Handwerk auch, bloß dass wir nicht mit einem Rohstoff arbeiten, sondern mit dem Medium an sich. Mhm. Und es gibt verschiedene Rohstoffe, verschiedene Arten von Holz, verschiedene Arten von Medien, Radio, TV, Fernsehen und sonst wie. Und jeder von uns kennt das Grundhandwerk, ein Tischler kennt das Grundhandwerk ja auch, aber jeder Tischler arbeitet anders. Und so arbeiten wir auch wir und du wirst es nie hinbekommen, dass jeder diesen Tisch kaufen möchte. Aber es wird immer die Leute geben, die genau das gebraucht haben für sich in der Wohnung. Und so ist es bei uns in den Medien auch. Weise Worte. So toll, Frau. Wie lange hast du das überlegt? Ich habe gestern noch 2 Stunden überlegt, tatsächlich. Weil das ist sowas, das höre ich in meinem Vortrag. Und ich bin so, das klingt so klug. Wie lange saßt du da dran? Weil sowas kommt doch nicht einmal so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Person so rumläuft. Das kommt so aus dem Stegreif aus so jemanden raus, so eine Metapher. Aber sie ist sehr schön, André. Ich will sie gar nicht diskreditieren damit. Nein. Schon gern, schon gern. Im Gegensatz, schön, dass du dir so viel Mühe gegeben hast dafür. Finde ich auch. Ich finde es schade, dass du die nicht erzählen konntest auf der Bühne. Ich finde es richtig schade, weil ich wäre voll klug rübergekommen. Ja, ich auch. Wer hast du? Haben viele Leute Fragen gestellt? Nein. Oh. Aber wir waren auch das erste Panel. Okay. Dementsprechend. Begrüßung 30 Sekunden? Ich lasse euch mal in die Begrüßung. Viel Spaß. Ja, danke schön. Mit mir, Franzi. Und mir, Caro. Hallo. Hallo. Und diesmal nicht aus einem normalen Studio, sondern aus gar keinem. Wir sitzen hier an einem wunderschönen Tisch auf den Medientagen. Mit Popcorn. Richtig. Caro, warst du schon mal auf den Medientagen? Ja, ich war letztes Jahr. Mhm. Da haben wir nämlich von M495 so ein Twitch-Studio gehabt. Cool. Und haben jeden Tag ein paar Stunden Twitch durchmoderiert. Nice. Und Interviewgäste gehabt. Das war sehr toll. Interviewfragen stellen und gleichzeitig Mario Kart nicht komplett verkacken. Das ist doch cool. Gibt es Unterschiede zu diesem Jahr? Ja, also es ist alles ein bisschen anders angeordnet. Wir haben kein Twitch-Studio. Ja, aber doch, also aber auch Radio, also naja. Ja, wir machen heute, also kein wir streamen und spielen irgendwelche Spiele, sondern ein wir senden, was ich eigentlich fast noch cooler finde. Aber ich war auch schon mal auf den Medientagen. Das wollte ich gerade fragen, warst du auch schon vor mal? Vor 2 Jahren, da war das Ganze noch in der Messestadt. Wir sind hier am Ostbahnhof im House of Communication. Das ist ein richtig cooles Haus. Ja. Ich war da, weil ich von der Uni Tickets bekommen habe. Zwar auch nur so Tickets, also man konnte sich nicht die Panels und sowas angucken, aber ich habe Markus Söder gesehen. Ja, also man kann, wir haben übrigens in Erfahrung gebracht, für Freitag gibt es noch kostenlose Tickets. Yes. Das heißt, kann man sich holen und dann kann man unten in dem Start-Into-Media-Bereich so ein bisschen reinschnuppern. Da haben ganz viele Sender bzw. Firmen ihre Stände, wo man sich ein bisschen informieren auch. Kann. Ihr könnt auch bei uns vorbeikommen. Und da sitzen auch wir. Darauf wollte ich gerade hinaus. So und da kann in man einer auch knappen sich Stunde... Sind wir hier fertig und dann kann man ganz viel ausprobieren. Yes, dann also falls ihr für heute schon ein Ticket habt, kommt vorbei. Ja, kommt mit uns quatschen und sprecht mal in ein Mikrofon rein. Das ist jetzt hier Fooling Around von The Lemon Twigs. Woo! Sorry, der Sprechanteil war alles gut. Ungut. Verkeilen. Es hieß ja von Anfang, es kann ein bisschen modlastiger werden. Ja. Nee, ich meine vom Sprechanteil zwischen uns. Egal. Was? Das Programm. Brauchst du gar nicht.
Aber da gibt es am Eingang super viele. Ich glaube, die liegen überall, diese Heftchen. Ach, hast du inzwischen so ein Ding auch bekommen? Day Pass? Ja. Cool. Ja, und ein Band. Wie hast du denn das organisiert? Ich kann ja kein Magic. Wieso manchmal ein oranges und manchmal ein grünes? Das verstehe ich nicht ganz. Warum? Orange ist für Mittwoch only und ihr habt alle Tage. Nein, ich habe auch nur Mittwoch. Vielleicht, weil ihr Speaker seid? Ich bin kein Speaker. Aber wir anders akkreditiert vielleicht sind, weil wir moderieren. Nathan hat auch mal. Aber du bist ja auch akkreditiert mit uns. CVDs, RVDs und... Das macht alles keinen Sinn. Vielleicht seid ihr heute als Moderator. Was ist der und was? Nein, also Caro hat sowieso noch mal was ganz anderes, weil sie ist alle 3 Tage hier. Ich habe so ein 3-Day-Conference-Ticket, weil ich bin an allen 3 Tagen dran. Und ich habe dann gibt es noch mal den, so ein Conference-Ticket. Wir haben den gleichen. Ja. Aber ich habe ein grünes Band. Nein. Freitag. Ja. Ich habe ein separates Ticket noch für Freitag. Was machen die da drüben eigentlich? Das kommt mir alles ein bisschen suspekt vor. Warte, das ist die Ansbacher Hochschule. Die, weil die haben da so ein Wasserbecken mit Konfetti drin. Das ist ein bisschen. Sebi, schon die 2. Mandarine. Mandarinen-Counter. Oh. Liebe Mandarinen. Ja. Mandarinen schmecken die gut? Rauchen. Ja, also dein Rauchen. Also man, die sind halt super krass im Geschmack. Geil. Aber auf eine gute oder schlechte Art? Ich mag das. Ja. Ich glaube, ich bin eher so ein Fan von so gemuteteren. Nee. Ich habe auch gesagt, ich. Ja. Ich find's, also ich bin Fan von Mandarinen, wenn man sie leicht schälen kann, aber wir müssen mit dem Teasing rein, gell? Hallo Leute. Da, soll ich für Element Break machen? Jetzt gleich. Ich habe dein Mikro gerade noch gemutet. Kein Bett, aber egal. Fooling Around von den Lemon Twigs. Hier, live von den Medientagen in der Frühschicht. Wow, Medien. Medien. Caro, kennst du dich mit Social Media aus? So halb, aber ich bin ja hier auf den Medientagen, da kriege ich doch, ne? Mhm, aber weißt du, dass hier gleich in der Frühschicht auch, dass du hier auch was über Social Media lernen kannst? Wieso sitzen wir dann überhaupt hier? Das weiß ich auch nicht. Also verrückte Sache, ne? Ja. Naja, das gibt's auf wir jeden Fall. Wir haben jetzt nicht nur Social, sondern auch Video. Stimmt. Wir haben auch der Video. Nächste Song heißt Video von Kate Renada. Kate Renada. Kate Renada, Entschuldigung, yes. Falsch vorgelesen. Moment, ich mache ihn noch schnell laut. Damit ihr ihn auch hören könnt. Das war die wackeste Überleitung, aber ich so, Video. Das war eine gute Idee. Denkt ihr, Popcorn? Sticker raten ist schwierig, wenn man die nicht sieht. Ah, ja. Weil ich habe gerade überlegt, es gibt überall Sticker, man könnte so, aber... Ja, das sind die man kann man so sammeln, glaube ich. Ja? Ich glaube, es gibt so Hefte, wo man die reinkleben kann und sammeln kann. Ich habe auch vom letzten Jahr super viele noch. Die haben so Beschreibungen, so einfach Berufe. Und je nach Bereich sind die halt unterteilt. Also ich müsste irgendwo Moderatorin und so sein. Und Redakteurin. Komisch, weil die Politik hat ihn schon mal gespielt. Ja. Radiomodus aus. Kannst du mir noch einmal dieses Getränk geben? Wo ist denn das andere? Ist das gut? Easy. Ah, nee, da riecht das andere. Also, ich muss sagen,
es gibt ja auch noch so andere so Vitamingetränke. So, was ist dein favorite Vitamin? Wie heißt denn das? Vitamin Water. Das schaut, ja, also, schaut auch ähnlich aus. Das ist so ein, aber das ist so in einer anderen Flasche, die ist ein bisschen kleiner, ja, ja, ein bisschen breiter. Da steht hier so bunt so. Ja, ja. Und da steht da so Prepare oder Reload und sowas. Ja, ja. Der ist schon mal schon öfter gesehen. Ja. Ich habe einmal einen davon nur probiert. Ich weiß nicht mehr welchen. Ich fand den nicht so doll. Ja, Life Assist. Einmal Life Assist. Oh, danke schön. Einmal kurz. Ich muss sagen, also ich habe das, eine Zeit lang habe ich das sehr oft getrunken. Glaubst du, es hat was gebracht? Nein, gar nichts. Es ist ja auch arschteuer. Das ist richtig, so eine Flasche kostet schon so 2 Euro. So, dann kann man auch normales Wasser trinken. Das ist, ich weiß zwar nicht, wie viel das kostet pro halber Liter, aber auf jeden Fall keine 2 Euro. Oder wahrscheinlich sogar an die 3 mittlerweile. We love inflation. So, Wenn du einfach nur Sarah eingibst? Ja, dann kommen lauter Beiträge von Sarah. Aber da ist auch das letzte vom 17.09. Ja, also irgendwas passt hier gar nicht. Kann es sein, dass der Ton da nie drin war oder irgendwie so? Ja, wenn ich das wüsste. Sollte es eigentlich wissen, ja. Wir haben sie gefragt, hat uns ja weitergebracht. Wenn du nur Wohn eingibst. Wohnungspolitik, aber das ist von 2020, das kann nicht sein. Okay, Sarah schickt was anderes. Okay. Die Frage ist, kriegen wir das überhaupt noch in die Stunde rein? Wir haben ja, sonst müssen wir etwas anderes killen. Wir haben die Rockantenne-Mod. Ja, von mir aus. Wir haben eine Release-Strategie. Den haben wir jetzt gleich, gell? Ja, dann haben wir DJ Young Amadeus. Den müssen wir spielen. Sorry. Wo ist denn der Beitrag von Makai? Wo werden die überhaupt? Der erste ist bald. Das sind die Release-Strategien. Ach so. Mhm. Scusi. Oh, der Stuhl, dass er keine Rückenlehne hat, das hilft mich auch. Echt bisschen. Ja. Eieiei. So, was it too much to ask for Rückenlehne? Apparently so. Na. Willst du vielleicht das Getränk zumachen? Mhm, ich einfach nur, weil ich noch uns, ein Schlückchen. Nee, weil ich uns einfach nicht vertraue mit, also in dem Sinne von, es ist nur ein sehr leichtes Upsis, ja, ja, und dann haben wir ganz viel Technik kaputt gemacht vielleicht. Oh, sogar Gummi, wir werden hier mit allem bedient. Jetzt können wir auch noch Gummibärchen bekommen. Ich habe die irgendwann mal gestern, das ist toll. Ich habe gestern irgendwann mal, warte, ich switch jetzt mal wieder in den normalen Twitch-Mode. Woo! Wir hatten gerade den Radio-Mode. Ich habe das Gefühl, man hört in der Doppelung immer nur, wenn jemand von uns lacht oder schreit. Ja! Und André. Jetzt, zum ersten Mal habe ich die Doppelung gehört. Yeah. Okay. Jetzt verstehe ich. Oh, aufreißen. Ich glaube, wenn, dann muss ich die nehmen, weil Franzi hat schon weh. Ne? Ja. Ich weiß ja nicht, wenn ich hier mit so einer Karte aufreißen soll. Nein, oh Gott, soll. Es läuft keine Musik. Ah, nein, Hilfe. Ah, ja. So. Gut gerettet, ja, ja. Alles sehr professionell hier. Ja. Das ist eine bunte Tüte. Soll ich eine Mandarine essen? Amin, es gibt nur noch eine. Bevor sie Sebi isst. Esse ich sie. Das ist die grünste. Das ist mir egal. Mandarinen sind ja grün, die wachsen Willst ja. Willst du noch die Breze, die zweite? Nee, danke, ich hab ja meine schon gegessen. Ich habe ja noch einen Butterring. Ah. Du darfst sie essen, ich erlaube nein, es dir. Nein, ich habe, okay. Also eine Breze reicht mir, glaube ich. Dann deswegen esse ich jetzt noch eine Mandarine. Ja. Irgendwie hat das so einen bayerischen Flair. Macht vielleicht. Macht sich auch gut hier im Stream, also. Ja. Wir sollten ihr ein Mikrofon geben. Fragen, was sie zu sagen hat. Breze, was haben Sie zu sagen? Sie knuspert einfach nur vor sich hin. Ja. Ja.
frage mich, ob bei uns gar nicht so viele Menschen sind, weil sie noch abgewimmelt werden, dass sie hier noch nicht können. Weil beim Stand neben uns glaube, Podcast, geht die Leute müssen sich erstmal, wir sind so in so einer Ecke und die laufen wahrscheinlich erstmal so im Kreis. Ja, so, weil beim Stand neben uns ist ja gut was los. Auch immer wieder hier gucken uns Menschen komisch an, aber es kann ja sein, dass wir alle noch weil abgewimmelt ich so werden. So in das Mikrofon spreche, weil ich währenddessen eine Mandarine schäle oder warum? Okay, ich sage, ich rede einfach alleine. Franzi schält gerade, wie ist die Mandarine? Die ist top. Warte, ich muss, nicht an. Ich muss dich hallo, ich bin noch da. Nein, weil ich muss jetzt mit Caro reden, aber danke. Du kannst aber trotzdem aber meine Mandarine gut aus. Essen. Wir haben eh so schon gleich so viel ASMR gemacht. Ja, haben wir eh schon. Okay, dann sehr gerne, ja. Mal was Gesundes zur Abwechslung. Hier schon so viel Popcorn. Hast du nicht schon den Apfel gegessen? Meine erste Mandarine des Jahres. Stimmt. Wollen wir nach dem Song reingehen? Dann hören wir mal Kais Beitrag zum zweiten Mal, aber diesmal mit der richtigen... Hä? Ihr spielt jetzt einfach den Sportbeitrag. Ihr könnt ja die Anmod von dem Sportbeitrag nochmal machen. Oder? Ja, was machen wir jetzt? Dann machen wir die. Wir lösen es jetzt auf. Okay. Sollen wir dann trotzdem die Anmod aus Prinzip machen? Nee. Wir sagen einfach noch, was geht um Sport jetzt. Achtung. Bitte? Wer macht Pferde mit dem Feld? Ich kann machen. Wenn du deinen Fuß von meinem Mikrofonkabel nimmst. Danke. Devil's Haircut von Beck. Hier in der Frühschicht, live von den Medientagen auf M94.5. Wir müssen was beichten. Ja. Und zwar vor so einer Stunde, weil wir dezent mit der Technik vielleicht noch überfordert waren, haben wir die Anmoderation für einen Beitrag gemacht. Der dann über aber nicht lief. Release-Strategien auf Social Media von KünstlerInnen. Wir haben gesagt, es geht jetzt gleich um Flag-Football. Genau. Aber dann ging es im Beitrag um Release-Strategien auf Social Media. Auch ein wundervoller, cooler Beitrag. Aber wir dachten uns, das Flag-Football, das verdient auch ein bisschen Attention. Es ist eine Sportart, die in München sehr krass jetzt gefördert werden soll und die weniger harte Variante ist. Richtig. Und jetzt haben wir die wichtigen Infos. Wir haben zwar gerade ebenso vor 5 Minuten gesagt, es geht gleich um Social Media, aber... der Beitrag lief ja schon. Genau, wir sind ja auf den Medientagen, deswegen geht es sowieso um Social Media und jetzt geht es halt um Sport. Naja, das ist Flag Football, alles was ihr wissen müsst. Let's go. Spielen wir den Jingle dann auch nochmal? Fuck, stimmt, den habe ich auch. ja, den habe ich aber, glaube ich, hier. Ja. Ja, aber das geht ja noch, weil das ja nur ein Sportler war. Weißt du, wie ich meine? Sie hat uns einen neuen Slot geschickt. Ich kann uns den schnell reinkopieren. Sonst. Ich kopiere da, wo die Rockantenne Mod ist. Wir schmeißen einfach die raus und dann. Alles klar. Das trifft sich eh, weil der lief auch schon 1-2 Mal auf der Rockantenne. Wer? Der Beitrag. Aber halt gekürzt.
wolltest du was mit dem Scheißbeitrag anfangen? Was? Mit dem Beitrag, den ich dir geschickt habe letzte Woche. Oder vor zwei oder so, der Scheißbeitrag. Mit dem Scheißtag? Ja? Nein, man muss nur an dem. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich auch doppelt gehört. Ist deine Steckdose überhaupt frei? Ja. Ja, kannst du das anstecken? Das ist so. Ja, das und ich glaube, irgendwas mit dem Framing, also dass man bei der Anmoderation ein bisschen anders reingeht. Ah. Ich schicke dir das Feedback die Tage. Ja, gerne. Das war ein sehr kurzer Drop. Guck mir einfach in XXL zu, wie ich ein Foto von hier mache. Das finde ich toll. Ja, das habe ich auch gerade voll vergessen, bis ich mich gefilmt habe und man sieht so fett mich und mich filmt. Dieser Kabelsalat, die macht mich fertig. Ich warte einfach, bis mein Twitch-Stream wieder. Ja, ich bin back. Das ist, weil das hier in so einem Kabelding ist. Also, Franzi, da drüben ist so ein Kabelaufding. Das heißt, das bin ich ja, ja, also, du machst es ja nicht absichtlich, so. So, muss ja irgendwann meine Füße hin. Es nervt halt, weil ich dann irgendwann hier unten hänge, so, wenn ich nicht genug Kabel habe. Das ist das Problem. Also, Franzi, die Lösung ist einfach... okay, ja, das ist gut. Oh, sorry, so. Sorry, Tesi. Wir machen das jetzt einfach so Rück an Rück. Ich möchte ganz kurz einen Lagebericht geben. Was? Da sind schon sehr viele Leute, sehr viele SchülerInnen, ja, also würde ich sagen, vom Alter her. Ja, auch Schülerklassen und so jüngere Menschen um uns rum wuseln. Also wenn ihr gerade SchülerInnen seid und auch auf den Medientagen seid und das hier hört, was ich sehr, für sehr unwahrscheinlich halte, dass jemand gerade hier Radio also rumläuft und MP95 hört, kommt vorbei. Vor allem den Twitch, nicht mal das Radio. Ja, stimmt. Oh Gott, wir sind ja nur auf Twitch, ja. Es vermischt sich alles miteinander. Aber hier sind schon echt viele Kiddies. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, hier sind auch so wichtige Leute. Die sind alle oben. Ah, fair, ja. Oben sind die Panel Talks, unten sind die Kiddies. Ja, ich muss mal schauen, ob ich da auch hochkomme dann. Ich glaube, wir sollten eigentlich schon hochkommen. Okay. Weil wir sind ja akkreditiert. Ja, voll. Sebi sammelt Daten. Ah nee, er gibt Daten weiter. Sebi informiert. Meinst du Sebi? Nein, das sage ich jetzt nicht. Wir sind back. Wir haben wieder Datenschutzgründe. Life Assist oder? Ja. Caro, du hast hier so ein Croissant-Krümel. Ja, jetzt ist er weg. Wo habe ich denn nicht ein Croissant-Krümel? Ist wahrscheinlich eher die bessere Frage. Ich würde dann nach dem Song direkt wieder reingehen, damit wir noch genug Zeit haben. Wie sehr glaubst du, hat der Ressourcenort, was mit RVD-Slot, was mit Popcorn zu tun? Weniger tatsächlich, glaube ich. Hm. Oh, ist das irgendjemand, den man kennt? Warum macht der ein Selfie? Ich kenne den Mann nicht. Da müsste man sein Badge angucken. Ja. Er hat so einen grünen, das ist nochmal was anderes. Okay. Ich glaube, das ist ein Speaker, glaube ich. Ah, dann, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass es, also ich würde es auf jeden Fall niemandem böse nehmen, wenn ich hier so einen Talk hätte und man würde mich nicht sofort erkennen. So, weil so, wenn was? Hier, also wenn ich einen Talk hier hätte und man würde mich vielleicht, nicht jeder würde mich erkennen, obwohl ich
irgendwie in irgendeiner Art vielleicht ein bisschen. Ja, ja, ja. Böse, aber, so, okay, nein, aber schau so mal. Menschen nein, also hier sind ja auch so Leute von so Medienunternehmen, so weiß ich nicht, so von den Öffentlich-Rechtlichen, von Netflix so und so. Aber es sind ja hier auch so InfluencerInnen und ich glaube, dass das wahrscheinlich schon so ein Influencer war, weil sonst würde nicht so ein 15-Jähriger ein Foto mit dem machen. Wahrscheinlich. Weil ich glaube nicht, dass so ein Influencer, also ein 15-Jähriger aber ein Foto mit Seite dem Chef von, weiß ich nicht, machen würde. Aber auf der anderen Seite denke ich mir nur so, ich weiß auch gar nicht mehr, welche Menschen bei den 15-Jährigen so popular sind. Das ist richtig. Und ich glaube, das da kommt das noch Venn dazu, Diagramm ja. zwischen meinen ja. Menschen, die ich im Internet kenne, und deren ist, glaube ich, kaum Überschneidungsbasis. Ja. Wir machen jetzt den Politik-Slot? Nee, DJ Amand, nee. Doch, den Politik-Slot würde ich jetzt machen. Ah, aber wo ist denn der? Da, wo, hä? Bei mir ist er hier. Ich schließe das Stock und gehe noch meinen Stock rein. Vielleicht fixt es das. Jetzt ist er da. Sehr gut. Ah, ich habe ihn wo Falsches hinkopiert. So, der war schon die ganze Zeit da. Er ist jetzt bei... du siehst ihn. Sehr gut. Soll ich mit Free Element Break reingehen? Wie bitte? Soll ich Free Element Break Wenn du machen? Möchtest, gerne. Ja, dann wechseln wir uns ab. Was machen die denn da? Die machen Slow-Mo-Videos, hat Tesi vorhin gesagt. Ah. Ja. Er wird selber nicht ganz so überzeugt. Nee. Okay, 8 Sekunden. Fuck. Gut, dann gehen wir doch in 3 Minuten rein. Wir haben ich kann ja den auch runterziehen oder so. Sollen wir das machen? Ja. Es ist fast 4:30. Halb elf, Entschuldigung. Nee, also 4:30 ist es halb, so, halb, also nun wirklich noch nicht. Halb also, elf, Entschuldigung, ja. Ich weiß gar nicht, was da jetzt passiert, weil es 24 nach ist. So. Und hier sind Caro Schubert. Und Franzi Sprinzel. Von den Medientagen. Von den Medientagen. Ja. Mhm. Ja. Ja, genau so. Also, wir werden jetzt kurz, es ist ein Moment, ernstes also, Thema, was jetzt noch kommt. Mal. Jeder zweite Deutsche ist muslimfeindlich. Ja, deswegen ein bisschen ernster. Ja, also, wir lachen nicht darüber. Ja. Sondern darüber, dass es ein bisschen schwierig ist, hier den Übergang zu finden. Naja, das zumindest, also das sagt eine Studie, die der unabhängige ExpertInnenkreis Muslimfeindlichkeit in Auftrag gegeben hat. Häufig haben sie negative Vorurteile gegenüber MuslimInnen. Insbesondere nach Terroranschlägen haben sich die Diskriminierung gegen MuslimInnen verstärkt. Aber warum? Ginger ist selbst Muslimin und hat sich angeschaut, welche Rolle die Medien dabei spielen. Auch noch falsch gegendert, sorry. Ich wusste nicht, wie man dieses Wort richtig gendert. If I would know who that is. Ja, keine Ahnung, Nathan einfach. Redet mit ihnen. Ha? Meinst du, Nathan hat Crush? Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was Nathans Typ ist. Hm. Twitch, falls du das weißt, sag Bescheid. Ja, also schreibt mal in den Chat, was ihr denkt, was Nathans Typ genau. ist. Genau. Also ich kenne auch nur eine Person, mit der er was hatte. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob das sozusagen der Typ ist, weiß ich mal. Nee. Ich glaube nicht. Ich habe jetzt schon viel aus Nathans privatem Datingleben gehört. Mm. Und ich würde sagen, das ist nicht so Nathans Typ. Aber mehr dazu sage ich jetzt nicht. Es ist auch nichts Schlechtes. Also, nee. Ich habe auch einen Typ und ich glaube, ja, voll, aber ich möchte die wenigsten meiner festen Freunde haben diesen Typ eigentlich für selber ja, so ein bisschen. Ja, ich möchte aber jetzt hier nicht, also so, ich möchte es nicht ohne Nathans Einverständnis nee, hier, Nathans wir Typ. Wir spekulieren. Wir gossipen nur. Oh nein. Ich glaube aber, die zwei Girls sind nicht Nathans Typ. Ich kann voll oft bei ihm zwischen awkward und Smalltalk. Und er versucht legit funny zu sein, manchmal nicht unterscheiden. Mhm. Fair. Naja. Ich würde gerne jetzt Nathan dazu holen und ihn fragen, was sein Typ ist und ihm dann diese Prototypkarte geben. Ja, davon machen wir noch schnell die Abmod. Ah, es gibt eine Abmod, um Gottes ja. Willen. Aber es ist eine Person.
Machst du oder ich? Hm? Soll ich oder du rangehen? Wie du magst. Mach du. Okay. Wenn ihr noch mehr über antimuslimischen Rassismus wissen wollt, könnt ihr euch den Abschlussbericht Muslimfeindlichkeit, eine deutsche Bilanz der UEM durchlesen. Ihr findet ihn auf www.bmi.bund.de. Nochmal www.bmi.bund.de. So. Und dann haben wir jetzt Amadeus. Rock Me Amadeus. Haben wir den Song? Ja. Toller Song, meiner Meinung nach. Glaubst du, ich kann kurz aufs Klo gehen, weil das ist direkt hinter uns? Ja. Entertainst du in der Zeit alleine? Ja, mach ich. Viel Spaß mit Franzi. Ich sollte vielleicht auch die Kopfhörer. Ja. Du, ich meine, du kannst auch das ganze mobile Studio mit aufs Klo nehmen. Ja. Aber Nathan, mit wem unterhält sich Nathan? Ah, ja, mach weiter, weitermachen. Ja. Ja, also, Caro geht aufs Klo, ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Ich, ja. Auf Twitch. Moment, ich glaube so 130 oder so. 130. Ja, warte, ich gucke. So, die Frage, ja, 134, Nathan. Ja. Oh nein. Oh, okay. Nathan hat gerade was denkst du, wie viele FollowerInnen wir auf Twitch haben? Naja, 134. Ja, 134 haben wir. Ja, safe. Also, wenn ihr einer von den 134 FollowerInnen seid und uns gerade zuhört, sagt doch mal, der wievielte Follower ihr wart. Und wenn ihr uns noch nicht folgt, folgt uns gerne auf Twitch. Da freuen wir uns. Ich weiß zwar nicht, was wir davon haben, aber wir freuen uns sicherlich. Man kann auch so FollowerInnen-Ziele, glaube ich, festlegen. Da war letztens 130, ich glaube, ich war der 130. Follower. Seitdem haben wir wohl nur 4 FollowerInnen dazu bekommen. Das ist ein bisschen dramatisch, aber naja. Hallo Juli! Hallo! Ich muss alleine den Twitch-Stream unterhalten. Ja. Moment, hier, wir haben so ein Airhorn. Ich weiß nur nicht, ob man es... Oh, oh, oh. Wild. Hallo, André. Möchtest du auch mit mir den Twitch-Stream unterhalten? Ich finde Twitch-Stream hintereinander ist so ganz schlimm. Ich sage mal Twitch-Stream. Twitch-Stream. Caro ist aufs Klo. Doch. Caro hat es ausgemacht. Jetzt. Wieso? Mir geht's dir? Ich finde es ein bisschen weird, dass man hier auch alles hört, weil wir haben gerade darüber gemunkelt, was Nathans Typ ist. Oh, und dann hat er es natürlich direkt gehört. Nein, während er sich mit so 2 Mädels unterhalten hat. Ah, das ist doch ein Spaß. Das habe ich dann nicht bedacht, dann habe ich so rübergeguckt. Ich war so, oh. Und jetzt wollen wir Nathan fragen, was sein Typ ist und ihm dann diese Karte hier geben, da steht, du bist genau mein Prototyp. Oh, das ist richtig toll. Aber sonst macht Spaß. Ja, sonst macht Spaß. Läuft gleich DJ Young Amadeus. Mhm. Sagt dir das was? Natürlich. Ja. Das läuft gleich. Mhm. Mein Kau wieder da ist, aber sie ist auf dem Klo. Und weißt du, was das Tolle ist? Jetzt was um denn? 11 Uhr kann ich dir ja mal erklären, was passiert. Ja, gerne. Um 11 Uhr ist es so, deswegen finde ich es heftig, dass jeder schon hier seine Unterschrift bekommt. Für sein kleines Paketchen, da weißt du schon, für sein Heftchen, was sie da haben. Aha, die haben ein Heftchen und müssen die so Stempel sammeln, ja. Und sowas. Cool. Und um 11 Uhr ist es so, dass sie live hier, wenn sie über 18 sind, ins Radio senden können. Aber wenn sie über 18 sind? Wenn sie nicht über 18 sind, ja. Machen wir das ganz easy, dann machen sie alles über PFL. Und wir nehmen das hier auf? Nee, weil unter 18 darfst du ja, so. Die haben ja keine Rechte. Moment, nee, ich kann dir ein Mikrofon geben, das hier zum Beispiel. Oder so.
Genau, dementsprechend. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Oder nimm, ja, nimm das, die 4, dann mache ich die 4 an. Okay, so, hallo. Nathan, wir haben eine wichtige Frage an dich. Was ist dein Type? Mein Type? Ja. In welchem Bereich bewegt sich diese Frauen. Frage? Frauen. Frauen, die mich mögen und meine Gefühle akzeptieren, so wie sie sind. Okay. Ja, ja und dann. Arsch. Wow. Ja, was denn? Du hast sie, du, ich weiß. Das ist, also du hast diese Frage gestellt und du wusstest, was passiert. Ja, das ist richtig. Oh Gott, es läuft die ganze Zeit keine Musik, glaube ich. Ja, aber wir sind doch live. Nein, aber im Radio. Achso, wir sind nur auf Twitch. Musik. Okay. Ach, das hat eine Havarie ausgelöst. Du hast gerade kurz eine. Ich habe eine E-Mail bekommen, ich habe es gespürt. Ich war aber geil, dass André auch nichts sagt. Aber ich weiß nicht, wie sie entstanden ist. Ich will die ganze Zeit also, so... Also, Nathan, wir wollten dir eigentlich jetzt diese Karte geben. Ja, was ist das für ein Prototyp? Du bist genau mein Prototyp. Ach, deswegen da die Frage. Ja. Komisch. Okay, danke schön. ich habe gerade, schau mal, wir haben da vorne ganz viele Kids, die mit ihrer Schule da sind. Ja. Komisch. Und die wollen so Stempel, dass sie halt auf dieser Messe waren. Ja. Und wir haben aber keine Stempel. Das heißt, ich gebe gerade die ganze Zeit Autogramme. Im Namen der Media School. Ein Autogramm von Nathan Bilger. Ja, wirklich. Hast du schon, also ist schon mal jemand so nach einer Comedy-Show zu dir gekommen, wollte ein Autogramm von dir? Ja. For real? Ja, aber nicht nach der Comedy. Also, ich war auf einer Comedy-Show und bin danach ins Tumult. Ja. Bei der Uni. Da war, glaube ich, auch ein M495-Event, irgendwie eine Party ist dann da gewesen. Und dann wollte wirklich, dann war jemand da, der mich davor im Lost Weekend auf der Comedy-Show gesehen hat. Hat gesagt: Ey, kann ich ein Autogramm von dir haben? Cool. Weil ich dich lustig finde. Und ich war so, Bro, du verarsch mich. Weil so gut, also so gut war ich nicht und so bekannt bin ich ja nicht. Ja. Er so, doch, Walla. Ich so, krank. Fetzig. Nice. Ja. Weißt du, wie man hier das PFL aktiviert, damit ich das nachher machen kann? Ach, das ist ein Touchscreen, okay. Ja. Und das ist unser Ding. Ja, genau. Also du hast hier, hast du die Mikrofone. Das ist also quasi du, das hier ist die Hälfte, die so im Studio steht. Und das ist das Kleine, was links daneben steht. Das heißt, mit dem Headphone und so, Monitor. Das heißt, ich aktiviere hier das PFL. Ja, hier. Ah, nein, Moment. Moment. Gut, dass wir drüber reden. Hier. Weil das hier macht unsere Mikrofone hier an und das hier macht die Mikrofone im Studio an. Okay. Und da ist ja niemand, deswegen hat das gar keinen Sinn. Hallo. Und warum haben wir das dann da? Um die Songs zu fahren. Ah, okay. Ah, ich check. Nathan, ja, bitte. Hast du schon gefragt? Ja. Aber frag gerne auch. Er hat gesagt Arsch. Nein. Auch. Auch. Ich hab's ihm auch schon gegeben, ja. Oh Mann. Nein, warte mal. Ich hab allen Joke verpasst. Caro, hier. Nee. Wir können es nochmal machen. Nee. Caro, was ist dein Typ? Ja. Was ist dein Type? Apparently nicht der richtige. So unterschiedlich. Ich glaube, ich habe keinen, habe ich festgestellt. Ja, das ist eine langweilige Aber Antwort. Groß und tiefe Stimme ist schon mal gut. Groß und tiefe Stimme, okay. Habe ich mit alle meine festen Freunde bisher. Ja, finde ich gut. Ja, genau so Mickey Mouse. Mickey Mouse halt. Wir wollten jetzt reingehen in 50 Mach Sekunden. Mal. Wir wollen reingehen, okay. Ich habe eine Havarie ausgelöst und das ist gut. Soll ich wieder gehen? Nee. Ja, gerne. Aber kann ich auch bleiben? Ja. Okay. Kannst auch bleiben, aber wir machen halt dein Mikrofon aus, ist schon okay. Oh, ja. Wir machen dich mundtot. Danke, danke. Gut Kick. Mir ist aufgefallen, dass Politik-Slot vielleicht für, wenn ganz viel Hintergrundgeräusche nicht ganz so gut ist, weil du ernste Informationen mit dem Lärmpegel versuchst rüberzubringen. Gehst du rein? Geh ich rein? Ich kann reingehen. Ha? Ich kann reingehen. Nach dem Störgeräusch bin ich auch so K.O., aber ich merke gerade, es ist gar kein Störgeräusch, es ist das Hintergrundgeräusch es ist hier die von Kulisse. Den Medientagen, weil wir sind live von den Medientagen und senden hier die Frühschicht. Woo! Woo, woo, woo. Ich habe das falsch. Wow. Moment mal. Ich kann dir sagen, was da passiert ist. Juli kam gerade hierher und hat gesagt, kann ich einen Knopf drücken und hat den Knopf gedrückt. Ja, safe. Ja, Moment, dann will ich aber auch einen. Moment, dann nehme ich Small Robot. Ich höre aber... Oh, ich höre nichts. Oh. Ah, jetzt bist du. Nee, dann mach mal du und dann... Ja. Ja. Musikstauassistenz, den Wetterbericht oder die übermüdete Moderatorin in der deprimierten Morning
Radio sah vor 200 Jahren ganz schön anders aus. Ben Müller hat Ahnenforschung betrieben und für euch jetzt die Klassikschau, die größten Hits der 1780er, 90er und 1800er. Moderiert von seinem Ur-Ur-Ur-Urgroßvater. Wie kann man einstellen, wer den hat? Das weiß ich nicht. Ich will ein bisschen Sachen für RVDs sammeln. Ich wollte eigentlich ein Quiz mit euch machen, ja. Weil beim BR kann man nämlich testen, ob man den BR-Bolo-Test schaffen würde. Und ich wollte euch darauf vorbereiten. Oh. Aber das ist jetzt. Du bist jetzt schon am fleißig sammeln alles. Ich war jetzt gerade mit Sebi. Was sind das für Notizzettel? Ich war jetzt mit Sebi und mit Speed. Wollt ihr den Kuss? Nee, danke. Ich möchte keinen Croissant. Ah, diese Deutschlandfunk, von denen habe ich letztes Jahr so viele geklaut, weil die so gut sind. Und wir werden jetzt testen, welche Sticker am besten auf unseren Armen klebt. Und die Stickerqualität der unterschiedlichen Mädchen. Ist das der Fall? Das Wenn ihr was Seriöseres machen wollt, können wir auch die Wissensfragen machen, um zu testen, damit es bei eher Bolo-Test schafft. Nee, das mache ich dann selber. Ich habe Fragen vorbereitet. Was? Meinst du, du würdest den BR-Voodoo-Test schaffen? Ich kann es ja mal probieren. Ich würde es auch probieren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich heute noch genug Zeit habe, falls ich einen Kurs mache. Ja, aber Freitag-Test. Aber sonst muss ich nicht mehr. Nee. Aber du, das hat mich gestresst. Die Pause. Willst du noch was von deinen unseren Donuts? Ja. Aber wir haben noch eine Abmod, dann werde ich es danach essen. Willst du kurz Mikrotausch? Vielleicht kann man das. Welches ist meins? Eins ist drei. Ah, ne. Komm ich ja wieder zurück. Welches? Du hast die eins. Damn, war das sheesh. Nee, das ist nur, das sind einfach so andere Belegungen. Ah, warte mal. Nee. Ja, ist auch egal. Dabs. Ready? Mhm. Dass sie das damals so gesendet haben, ist echt absurd. Wer hat die denn ins Studio gelassen? Aber Amadeus, Moment, den Namen kenne ich irgendwoher. Ach ja, genau, dieser Falco-Song. Oh. Wie heißt der? Rock Me Amadeus. Ja! Von dieser Monsterstimme, Alter. Ja, deswegen rede ich, glaube ich, so viel lauter und umständlicher, aber ich bin selber irritiert. Ja. Hallo. Wir senden gerade live im Radio. Okay. Also das, was du da siehst und also man hören würde. Twitch-Stream. Wir streamen auch nebenbei auf Twitch. Also wir sind Münchner Radiosender und im Rahmen der Medientagen senden wir alle Sendungen von hier aus live. Okay. Nein, dann bin ich. Genau. Das ist die Kamera hinter dir. Man kann bei uns auch nachher ausprobieren zu moderieren. Wenn ja. In nur 4 Sekunden. Wenn du nach 11 nochmal kommst, dann kannst du bei uns ausprobieren zu moderieren, dann darfst du auch selber mal ins Mikrofon sprechen. Gerne. Warum nicht? Es dauert noch so 20 Minuten. Ab 11 ungefähr. Okay. Weil bis 11 sind wir noch an R und danach. Genau. Ist es danach nicht auch an R? Ja, aber dann, wir sind ja jetzt on R. Ja, genau. Wir wollen den Leuten ja nicht unseren Sendeplatz geben. Wir wollen ja unser hier. Ja, genau, wir sind hier jetzt. Wir sagen, Platz da. Ja. Hier kommen wir. Nein, das ist oh Gott. Ja. Man must dance? Ja. Dann haben wir noch genug Zeit für die Verabschiedung hoffentlich. Ich werde jetzt den coolen Fun Drop da reinziehen. Gedagedi, gedagda, oh. Oh. So. Ich frage mich immer, wie das hier aussieht, wenn hier keine Messe ist. So wie leer ist es? Also ich war ja schon mal hier, als keine Messe war. Und? Es war schon recht leer. Also ich glaube, dieses Gebäude hier hat irgendeinen Preis für das beste Bürogebäude bekommen.
Armin, es ist sehr offen gestaltet. Ja, das muss man lassen. Es ist krass und es ist auch cool. Hast du mal in die Decke geguckt? Ja. Das ist ultra cool. Aber so irgendwie auch ein bisschen Platzverschwendung. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da zu deutsch effizient trinke. Also hier nicht. Was war da draußen im Gang? Okay, weil ich dachte, das sieht aus wie in der Schule hier. Ja, hier ist Kacke. Aber da draußen. Ich habe in der Schule immer in die Decke geguckt und dann versucht, die Löcher zu zählen. Ja. Und hast du es jemals geschafft? Nee. Ich habe immer versucht, die Reihen zu zählen und zu rechnen halt. Ja, aber unsere Platten waren auch ein bisschen kleiner und dann habe ich immer halt geschafft, so eine Platte auszurechnen. Ja, genau. Und dann wollte ich das aufs ganze Klassenzimmer, aber wir halt dann so ganz viele Beamer und so in der Decke, also Sachen in der Decke hatten. Cool, ihr hattet einen Beamer. Wir hatten ganz lange keine Beamer. Wir hatten immer nur welche, die nicht funktioniert haben. Bis zu meinem Abi einen Oberhalbprojektor gehabt, noch richtig altmodisch. Ja, sowieso. Und die anderen hatten teilweise Beamer und Whiteboards, aber das war das neue Gebäude. Also ein Whiteboard hatten wir nicht. Ja, auch nicht. Wir hatten so bis zur 10. Klasse gab es bei uns, glaube ich, nur so Beamer, die man so rumtragen kann und dann so aufbauen muss. Aber wir hatten ganz wenige Beamer an der Decke. Bei uns gab es irgendwann Beamer. Meine Mama ist Grundschullehrerin und die haben inzwischen keine Tafel mehr, sondern nur noch so ein Smartboard, wo man so mit so einem Stift draufschreibt. Das hatten wir. Es ist für die Kinder ein bisschen schwierig, wenn du so Buchstaben lernst, musst du ja oft die so nachschreiben an der Tafel. Und das Problem ist dass dieser Stift, du siehst nicht direkt, das hat eine Latenz, also du siehst nicht direkt, dass die Linie da ist, sondern das ist dann verzögert. Das ist blöd. Ja, diese Stifte tun auch voll oft irgendwie blockieren oder so. Life Assist, einmal kurz vorn. Ja, I know. Ah, okay, wolltest du nur gesagt haben, sicherheitshalber. Also Life Assist, also die haben so Verzögerungen. Und wenn du mit dem Ellenbogen rangehst, registrierst du auch deinen Ellenbogen, dann kommen manchmal so richtig fette Linien einmal auf die Tafel. Also wir hatten die in unserem neuen, wir hatten dann so ein Pavillon-Gebäude, wo ein Teil unseres Schulgebäudes abgerissen werden sollte. Ist immer noch nicht passiert. Stark. Und da war ich in der Oberstufe dann noch während Corona und so drin. Und da hatten wir diese Whiteboards, also diese Smartboards. Und die sind alle ein bisschen auf den Keks gegangen. Ja, wir hatten also so... Du warst in der Schule in München. Wo bist du zur Schule gegangen, Thesi? In Regensburg. Okay, das ist auch ein bisschen in Hof. Ah, stimmt. So, wir hatten halt, das ist so der äußerste Rand von Bayern. Da kommt kein Geld mehr hin. Da gibt's kein Internet. Da kommt kein Geld mehr hin vom. Ja, Internet gibt's da auch nicht. Im Bayerischen Wald. Nee. Über den Bayerischen Wald drüber. Ja. Caro, das. Ja, danke. Ich nehme das Kabel in die Hand. Aber ich werde es sofort gleich wieder auch loslassen. Machen wir jetzt das mit den Stickern? Ja, genau, wir machen das mit den Stickern. Es wird richtig krank wehtun, wahrscheinlich jetzt gleich. Sollen wir. Wir können es auf meinen Arm kleben, dann... Mach das, sorry, hier liegt es. Ja, nee, ich glaube, aber wir müssen auch... Wir sollten schon drei unabhängige Tests machen. Okay. Jawohl. Ach, jetzt müssen wir ja mit drei Mikros reingehen. Ja, du musst jetzt drei Mikrofone anschalten. Das kriege ich hin. Ist immer ganz gut, weil ich weiß daran, über welche Mikros ich anschalten muss. Mich irritiert es mega, dass die stumm geschalten sind. Ja. So, warum leuchtet es, wenn es stumm ist? Das macht echt wenig Sinn, ja. Hallo. Hallo. Gerade noch, ihr könnt euch mal mit unseren Kollegen da unterhalten. Wir müssen jetzt gerade eine Radiosendung moderieren. Also ihr könnt bei uns... Genau, gerne mit den beiden könnt ihr quatschen. Die erklären euch alles. Ja. Da kommt nur der Ton raus. Also dann dürfen wir es auch aufnehmen. Sonst müssen wir mit PFL machen, dann müssen wir André nochmal fragen, wie es geht. Ja. Haben wir ein Bett? Mhm. Man Must Dance von Genossi. Genossi hier in der Frühschicht. Live von den Medientagen. Ne? Medientagen, yippie! Und Franzi und ich sind nicht mehr alleine, sondern wir haben uns noch eine dritte Frau ins Boot geholt. Hallo! Also, wir machen du aus musst der. Thesis Mikrofon an. Ich Test, Test, Thesis Test, ist, Test, ah, Test. Ich habe jetzt das Falsche angemacht. Ja. Entschuldigung. So, jetzt Thesi da. Perfekt. Also, Thesi ist schon die ganze Zeit da. Wenn ihr im Twitch-Stream seid, dann kennt ihr Thesi schon.
Genau, Tasi, du warst ein bisschen hier, hast mal ein bisschen rumgelaufen. Ich bin gerade einmal über diese Messe gelaufen, so im Speedrun, weil ich wollte ja nicht so lange hier weg sein. Und habe überall Sticker mitgehen lassen. Weil das ist so, ich finde, das ist so das Number One Takeaway für mich von der Messe. Ja, voll. Stifte, Notizbücher, irgendwie alles, aber Sticker vor allem. Und ich dachte mir, wir machen hier jetzt einen On-Air-Sticker-Test. Ja. Und zwar, welche Sticker klebt am besten? Ich habe von vier unterschiedlichen Medienhäusern die Sticker dabei. Applaus. Und, für wen auch immer. Naja. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob man das hört, diese ganzen Hintergrundgeräusche. Ich glaube schon. Ja. Also zurück zu den Stickern. Ich habe von vier unterschiedlichen Medienhäusern Sticker dabei und wir probieren mal aus, welcher Sticker taugt am meisten. Okay. Wir müssen es natürlich entsprechend kommentieren für unsere Hörerinnen. Also ich habe auf meinem T-Shirt schon einen drauf. Soll ich die damit dazu pappen oder lieber woanders hin? Ich klebe mal einen auf meinen Arm und gucke, wie gut es wieder abgeht. Ich klebe einen auf meine Stirn. Die ersten Sticker, die wir haben, sind von Media Lab Bayern. Media Lab Ansbach. Media Lab Ansbach, ja genau, das ist dasselbe. Ich möchte gern irgendwas mit Innovation. Steht da drauf. Media Pioneer. Das steht auf dem einen Sticker, der ist so blau. Franzi hat den gerade in der Hand. Ja, da ist so eine Flagge und da steht Hashtag Media Pioneer und unten drunter @MediaLab Ansbach. Genau, und bei mir steht irgendwas mit Innovation @MediaLab Ansbach ist in so einer Sprechblase und ich finde, Innovation passt auf jeden Fall. Ich nehme auch von Media Lab Ansbach, das ist immer so quadratischer, kleiner und da steht, da muss ich erst okay, drüber. Also ich habe ihn abgezogen. Ich muss jetzt noch entscheiden, ob ich drauf. Er hat sich schon mal gut abziehen lassen von dem. Ich klebe ihn jetzt auf meine Armhaare. Ich finde es sehr praktisch, weil das hat so einen Rand außenrum, den man quasi, also der auch aus dem Stickerpapier ist, aber den man nicht mit abziehen kann. Ja. Das heißt, man kann den sehr einfach entfernen von dem Sheet. Genau, und also er ist aus Plastik, also ist nicht aus Papier, das heißt, er hält auf jeden Fall länger. Ich klebe es jetzt mal auf meinen Handrücken. Also bei mir auf dem Arm, es klebt sehr gut. Ich kann den Arm hier twisten. Ich mache hier für die. Schaut mal auf Twitch rein. Ja, du hast halt einen großflächigeren Sticker als ich. Meiner ist da ein bisschen instabiler, würde ich sagen, weil der so dünn ist. Meiner, weil er so quadratisch ist, also klar, da sind Fusseln auf dem Pulli, klebt auch nichts. Also, aber den kriegt man sehr leicht. Also den anderen, den ich davor noch drauf habe, den kriegt man ein bisschen. Okay. Aber nimmt nicht ganz so viel. Abreißtest. Okay, der Abreißtest. Das ging bei mir sehr leicht. Ah, das ging viel zu leicht. Ich habe mich nicht selbst enthaart. Ja, aber ich habe auch den Handrücken genommen. Aber es ist besser so, wenn ich einen Sticker mal auf meine Flasche. Aber ich habe auch das Gefühl, dass der jetzt gar nicht mehr klebt. Okay. Also Media Lab Ansbach. Oh, meiner klebt noch. Doch. Aber ja, okay. Aber den kann man schon sehr leicht wieder abziehen. Wir gehen weiter. Ja, schauen wir mal. Nächster Sticker. Nächster Sticker ist von. Der klebt ein bisschen besser jetzt. Ja, was haben wir noch? Von Media for You. Media for You. Wir haben einmal Pixel Perfect. Oh, von denen einmal hatte ich Coffee First. Media Tea. Coffee First. Dann nehme ich das auf so einem Kaffeebecher drauf. Genau meine Devise. Nicht. Ich trinke keinen Kaffee. Ich aber. Du kannst es auf meinen Arm kleben. Ja, wir kleben es auf Tesis Arm. Okay, also im Vergleich zum letzten. Es klebt auf jeden Fall stärker. Er fühlt sich dicker an. Ja, auf jeden Fall. Aber also er klebt auch gut so auf den Armhaaren fest. Der ist, klebt ein bisschen besser. Auch auf dem Pulli. Okay. Aber hier muss man sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das mehr Verschwendung ist, wenn man von dem Stickerpapier so einen Rand außenrum hat. Also wenn ihr im Twitch-Stream seid, hier ist so ein Rand, den man auch noch abziehen kann. Und bei dem anderen, da ist jetzt kein Rand, aber es ist quasi zu viel. Genau, viel zu viel. Ich weiß jetzt nicht, was da so besser ist. Ja, also wir machen auf jeden Fall nochmal den Abreißtest. Gedacht. Ja, nachhaltig gedacht sind die jetzt mal alle aus Plastik. Ich glaube, wir haben noch einen aus Papier. Okay, wenn ich ihn jetzt so abziehe, der ließ sich sehr einfach auch von den Armhaaren abziehen. Aber die Klebefläche schaut mir anders aus wie beim anderen. Der ist so ein bisschen gräulich unten und nicht weiß. Aber ich muss sagen, der aber nicht über das Pfandlogo, dann kriegen wir kein Pfand mehr. Ich habe ihn jetzt wieder auf die Flasche geklebt und er klebt auf jeden Fall auch noch hervorragend. Er klebt noch richtig gut. Bei mir klebt er auch noch sehr gut. Sehr gut. Okay, dann kommen wir zum vorletzten. Caro, bleibst du Pixel Perfect? Ja, ich klebe mir den jetzt von Deutschlandfunk. Oh, Deutschlandfunk. Da steht Denkfabrik drauf. Der ist ein bisschen im Vergleich zu den anderen ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Der ist richtig langweilig. Er ist rund. Also da weiß ich auch gar nicht, aber er ist aus Papier. Also ich würde sagen, Props an die Nachhaltigkeit. Aber also ist denn die Denkfabrik, ist das eine Sendung? Ich habe keine Ahnung. Weil, also die anderen haben ja alle so einen coolen Spruch oder sowas und hier steht einfach Denkfabrik. Ja, aber vielleicht ist es halt, weil Deutschlandfunk Kultur, aber schon mal hier steht Denkfabrik. Aber schon mal deutschlandradio.de/Denkfabrik. Vielleicht wird das vielleicht wollen sie, dass du dich fragst, was bei ist Deutschlandfunk das? Und dann gibst du den Link ein. Deutschlandfunk Kultur. Cool. Der ist aber auch ein bisschen groß. Also so wie Klebs auf Thesis A. Oh, der ist so ein bisschen matt. Der ist sehr steif. Nicht aus Papier, er ist aus Plastik auch. Okay, ja, also so, der geht auf jeden Fall nicht ab vom Arm, wenn ich ihn bewege. Jetzt muss ich ihn nochmal abziehen, ne? Eins, zwei, drei.
Na, hat nichts gemacht. Wolltest du gerade hier so Sticker auf ihre Enthaarungsfähigkeit testen? Ja. Ist das eigentlich so? Ob die gut kleben. Die gut kleben. Aber er klebt trotzdem auch im Nachhinein auf die Flasche. Und jetzt, ja, ich würde einen würde ich noch jetzt machen. Jetzt einen noch, der allerletzte. Ja. M495-Sticker. Wir machen anders. M495. Also, nur um den, ich würde sagen, er zu ist auf jeden Fall der schönste. Er glitzert. Er glitzert. Er hat Holographics. Also geglitzert hat noch keiner. Und er hat so eine Ton, also so ein Spotify-Tonspur-mäßiges. Ja, das finde ich tatsächlich auch ein bisschen too much, aber er glitzert halt, deswegen macht es das wieder wett. Ich finde ein bisschen groß, das ist meine. Ja, man könnte ein bisschen kleiner machen, so quadratisch. Ja, ja, voll. Ja. Okay. Er hat hinten ein so eine. Aber nicht ganz groß, wie die denken. Weil er hat nämlich keinen, er hat nämlich keinen Rand zum Abziehen, aber man kann ihn knicken, damit man das Papier abkriegt hinten. So? Der hat sogar so eine Vorrichtung, also so einen Knick schon vor. Was meinst du, ist so schlauer oder so? Ich glaube. Boah. So. Kleb mal. Ja, jetzt klebt er auf meinem Arm. Oh, der klebt fest. Der will gar nicht mehr von mir weg. Nee, ich glaube, den musst du drauflassen für heute. Ich glaube auch. M495 will, dass du bleibst. Ja. Probierst du es trotzdem? Ja, ich probiere es trotzdem einmal noch. Ui. Das hat man gehört, glaube ich, sogar. Ja, das hat der hat immer noch keine Haare mitgenommen. Wir hätten das Mikrofon dran halten sollen. Ja. Nein. Aber sollen wir nochmal? Ja. Okay. Wir halten aber das Mikrofon dran. Wow! Ja, Caro, was war dein Lieblingssticker? Tatsächlich, ich muss sagen, M495 natürlich. Tizi, deiner? Ja, auch M495. Ja, eindeutig. Ansonsten fand ich den Coffee First noch gut. Ja, der war cool. Es gab letztes Jahr auch noch so einen Media Tea One, den fand ich funny. Media Tea? Als jemand, der Tee mehr mag als Kaffee. Ah. Dann würde ich dir sagen, ja, danke Tizi, dass du ganz viele Sticker schon mal für uns schnabuliert hast. Ja, danke. Und gesammelt hast. Ja, gerne, gerne. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir jetzt ein paar Sticker verschwendet haben und sie auf die RTL-Flasche geklebt haben. Wir sammeln einfach Merch. So viel Merch, wie es geht, an einem kleinen Ort. Ja, in der Flasche. Und an der Flasche. Danke dir, Tesi. Wir hören jetzt Yome Espresso von The Linda Lindas, featuring, im Weird Al Yankovic Remix oder sowas, glaube ich. Naja, viel Spaß. Nach dem Song geht es auch direkt in die Verabschiedung. Yes. Und Caro, was sagt ihr denn? Ich hatte doch meine erste Lektion noch nicht mal. Ach so, das geht also. Die ist heute. Die allererste ist heute. Ich kann Ola, das war's. Me llamo Caro. Echt? Schön, dass ihr euch einig werdet. Okay, ich spreche gar kein Spanisch. Ich bin so müde, ey. For real? For real? Du hast Spanisch studiert? Ich habe Romanistik studiert und habe Spanisch. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir den Called-In-Song Das heißt aber nicht, dass ich es kann. Ja. Oh Dann ja. Haben wir immer noch wahrscheinlich True, Backtime. Ah ja, mein Gott, dann geht's halt ein bisschen länger. Aber nee, wenn wir so einhalten, ich habe die coolsten Sticker übrigens gar nicht. Schaut mal, die hier sind. Was sind denn das für Dudes und Dudettes? Was sind das für Personen? Ist Keine das? Ahnung. Aber ich wusste nicht, von welchem Medienhaus das ist, weil ich nur vorbeiging, dass ich gesnitcht habe. Deswegen. The Feed. Von The Feed. Sabri, wer ist das? Keine Ahnung. Klaus räumt meinen Müll auf, das ist nicht gut. Es gibt übrigens auch Be Innovative. Das Allerbeste war. Was ist das? Was ist das? Ich habe eine Ente, schaut mal. Ich habe eine Ente mitgenommen. Eine Ente. Das ist ein Kartenspiel. Oh nein, ich habe den M495-Sticker draufgeklebt. Ja, egal. Geil. Ah. Genau, Be Innovative and Play steht cool, drauf. Auch vom Media Lab Ansbach. Also ich werde auch gehen, weil gleich nein, noch auf den Merch-Tour gehen. Ich glaube, Media Lab, Bayern, ja doch, ja. Ja. Ich werde mal hier einen neuen Müllhaufen machen. Ja, es gibt da hinten einen Mülleimer, ich kann das kurz wegschmeißen. Dann könnt ihr in eure Verabschiedung. Dankeschön. Ja, gleich vorbei, die Frühschicht. Ja. War es eine gute Schicht für dich? Eine müde, aber das liegt nicht daran, dass es hier langweilig ist, sondern einfach an meinem Schlafmangel. Das stimmt, ja. Ja, sehr gut. Und ich finde es schön zu beobachten, wie es immer voller wird. Ja, das stimmt. Das ist gut. Also wenn ihr da seid, kommt zu uns und sprecht in ein Mikrofon, so wie Caro und ich es gerade tun. Woo! Woo! Oh, und dann hört ihr euch auch doppelt. Jetzt verstehe ich einfach, was du meintest mit diesem Doppelten. Das Woo! Ich erst jetzt gecheckt. Ja. Woo! Oh je, wir sollten aufhören damit, glaube ich. Wir müssen auch jetzt hier gleich rein, yes.
Und ein letztes Mal noch, ich bin Caro. Und ich bin Franzi. Und wir sind Caro und Franzi von den Medientagen. Nein, da krieg ich rechtliche Probleme mit Ben Müller. Deswegen habe ich das gesagt. Damit du da hier nicht betrügen kannst. Ja. Naja. Wir haben traurige Nachrichten. Ja. Die Frühschicht ist leider vorbei. Unsere Zeit hier ist vorbei. Aber wir sind noch die restlichen heute, morgen und übermorgen auf den Medientagen und senden von dort. Richtig. Und wie gesagt, ihr könnt euch auch ans Mikro stellen und es probieren. Genau, kommt vorbei. Redet mal ein bisschen in ein Mikrofon rein, das ist super cool. Kann ich aus Erfahrung sagen. Dann können wir sagen. Das, so wie wir das jetzt machen. Aber wir sind nicht die Einzigen, die an so einer Sendung beteiligt sind. Richtig. Wir müssen uns bei ein paar Leuten bedanken. Genau, in der Redaktion waren das Justus Flöter, Ginger Whiting, Makai Köpsel, Jake Schlüter und Ben Müller. Die Musik hat Stefan Hans ausgesucht, die Sendeleitung hatte Philipp Reinhardt und unsere wunderschöne RVD, wundervolle RVD, die uns mit Stickern, Essen und allem versorgt danke, hat, das ist Theresa Detterbeck auch gewesen. Vielen Dank an Sebi, der uns hier Mandarinen und Äpfel vorbeigebracht hat und zwei Brezen und Donuts. Und kann man sich gar nicht mehr wünschen. Bei der Technik auch, die war heute auch ein bisschen wichtig. Richtig, ja. Und an alle Menschen, die vorbeigeguckt haben Dankeschön. Und auch noch vorbeischauen werden. Ja, kommt vorbei. Wir sagen Tschüss. 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 Ja, es gibt jetzt hier noch einen letzten Song, das ist Called In von Ari Rar. Sonst, also wir sind die nächsten drei Tage hier in der Hörbar, auf den Medientagen, in der Frühschicht, in der Hörbar, egal. Die Teschre, wir sind hier. Wir sind wir hier. Wir laufen euch die nächsten drei Tage nicht weg. Kommt vorbei hört rein. Hört rein. Wird ganz viele spannende Gäste und Interviews und Co. geben von ganz vielen Leuten, die auch hier rumrennen. Also ihr kriegt auch noch davon was mit. Und ein paar Insights von den Panels hier, von Leuten, die wichtige Sachen über die Medienbranche erzählen. Wir geben euch Einblick in die Sacred Panels. Richtig. Wir gatekeepen nicht. Nein. Aber hier gibt es jetzt noch ein bisschen Musik. Das ist Called In von Ari Raw. Die 15 Sekunden mehr oder weniger, ganz ehrlich. So, muten wir dann jetzt wieder? Beenden wir den Livestream an der Stelle dann? Ja, wahrscheinlich. Dann verabschieden wir uns hier dann Twitch. In diesem Livestream. Ciao, ciao. Tschüss. Adieu und adieu. Auf Wiedersehen, wir sehen uns.